Wir haben dieses Format ja eingeführt nach Verabschiedung des Aktionsprogramms Klimaschutz 2020, um einen gesellschaftlichen Beteiligungsprozess zu organisieren. Wir haben eine erste Sitzung zum Lernen im Frühjahr gehabt, in diesem für viele doch erstmal etwas ungewohnten Format. Sie wissen, wir haben die Bänke eingerichtet für die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, staatlichen Ebenen, die aber einer gewissen Selbstorganisation unterliegen. Ich stelle jetzt mal fest, dass erst das Grundrauschen vor der ersten Sitzung, das bei mir angekommen ist, war deutlich größer und emotionaler als jetzt vor der zweiten Sitzung. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass die Dinge sich inzwischen gut zusammensortiert haben. Ich will noch mal ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Bänke frei sind, auch während der Sitzung zu wechseln, also innerhalb der Bänke zu wechseln, wenn das thematisch naheliegender ist, dass jemand sozusagen aus der zweiten, dritten Reihe nach vorne rutscht, dann sind Sie frei, das zu tun. Ich sehe, es sind ja auch noch etliche Plätze frei. Ich weiß gar nicht, ob wir so eine Art Emission Trading zwischen den Bänken zulassen würden, wenn irgendwo Plätze frei bleiben. Ich will das im Augenblick nicht miteinander betreiben. Ja, das müssen wir, ja genau, wir würden da keine staatliche Verantwortung für übernehmen. Also es gibt wieder erfreulichen Zuspruch zu dieser Veranstaltung. Wir haben 130 angemeldete Institutionen auf die 15 Bänke. Beim letzten Mal haben wir uns vorgenommen, dass wir zwei Themen besonders betrachten wollen in dieser Sitzung. Das ist einmal die Diskussion über das Thema Verkehr und dann das zweite, als zweites die Beiträge der Kommunen zur Erreichung unseres Klimaschutzziels 2020. Wir werden dann heute Nachmittag auch noch einen Beitrag vom BMW, das bekommen zum Thema Energieberatung. Das war beim letzten Mal eins der Themen, das von verschiedenen Bänken adressiert worden ist, dass wir im Bereich der Energieberatung sozusagen noch etwas konsistenter vorgehen sollen. Gleichzeitig war es auch in diesem Format wie an anderen Orten der Wunsch, dass wir möglichst keine Doppelungen der Prozesse innerhalb der Bundesregierung vornehmen. Und da gerade dieses Thema Energieberatung beim Bundeswirtschafts- und Energieminister intensiv behandelt wird, haben wir gesagt, es ist das Vernünftigste, wenn das von dem Kollegen dort hier heute vorgetragen wird. Insgesamt sind wir auf einem sehr guten Weg bei der Umsetzung des Aktionsprogramms Klimaschutz. Ihnen liegt der Klimaschutzbericht vor, der erste Klimaschutzbericht. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass der ein Entwurf ist, also im Augenblick noch in der Abstimmung befindlich ist, aber in Zeiten größtmöglicher Transparenz haben Sie den schon zur Verfügung gestellt bekommen, damit Sie sozusagen auch Work in Progress sehen und darauf sich in den weiteren Beratungen auch beziehen können. Besonders freue ich mich, dass wir inzwischen die Haushaltsberatung für den Nachtragshaushalt 2015 abschließen konnten und jetzt auch in den Beratungen zum Haushalt 2016 sind und damit sozusagen die größte und wichtigste Fußnote beim Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 aufgelöst werden konnte, nämlich dass alles unter Finanzvorbehalt steht. Wir haben aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm in erheblichem Umfang zusätzliche Mittel erhalten, sodass ich jetzt sagen würde, dieser Teil ist gut unterlegt. Wenn wir eine kluge Mittelverausgabung vornehmen, können wir die Dinge, die wir im Aktionsprogramm veranschlagt haben, die sozusagen auf Haushaltsmittel des Staates angewiesen sind, auch gut darstellen. Sie sehen, es hat kein Rednerpult gegeben. Das ist hier von Anfang an Arbeitsatmosphäre. Deshalb will ich meine einleitenden Worte auch damit schon gleich beenden. Ich danke den beiden Bänken, der Verkehrsbank wie der Kommunalbank, dass sie sich besonders intensiv auf diese Sitzung vorbereitet haben, Papiere entwickelt haben, in, wie ich von einzelnen Teilnehmern gehört habe, auch in sehr intensiven Beratungen. Das ist sozusagen schon mal Benchmark für Best Practice für die zukünftigen Beratungen. Ich will noch mal
vorher ausdrücklich darauf hinweisen, weil mich diese Frage zwischendrin mal erreicht hat, nämlich wie groß ist eigentlich der Zwang, Einigkeit zu kriegen, ja, bei solchen sozusagen Subprozessen. Der Zwang, den gibt es überhaupt gar nicht. Natürlich ist das hochwillkommen, je mehr gesellschaftliche Einigung wir erreichen können, desto besser ist es für den gesamten Prozess. Aber da, wo das nicht gelingt, ist das auch nichts Schändliches, dann ist das eben so und es ist auch gut, das dann entsprechend zu markieren. Das wollte ich für die zukünftigen Beratungen vorweg sagen und jetzt freue ich mich, dass ich das Wort an Frau Pfeiffer vom BDLA geben kann, die uns BDL geben kann, übergebe, damit sie uns in die Ergebnisse ihrer Arbeit einführt und dann gehen wir sozusagen durch die einzelnen Verkehrsteile hindurch. Ich will abschließend noch darauf hinweisen, dass ich zwar den festen Willen hatte, heute den ganzen Tag dabei zu bleiben, dies durch Ereignisse, die man in Tageszeitungen im Augenblick prominent nachlesen kann, aber durchkreuzt es. Ich muss nachher in den Umweltausschuss. Sie ahnen, zu welchem Thema. Es hat auch was mit Verkehr zu tun und deshalb werde ich nicht die ganze Zeit dabei sein können. Aber bitte, Frau Pfeiffer. Ja, vielen Dank. Sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr geehrte Damen und Herren aus den Ministerien, liebe Kolleginnen und Kollegen von den anderen Bänken. Zunächst möchte ich mich, lieber Herr Flassbart, bei Ihnen bedanken. Vielleicht nicht, was Sie jetzt so erwarten, dass wir froh darüber sind, die Belange des Verkehrs hier vorzustellen, sondern dafür, dass Sie uns wirklich eine nervenaufreibende Arbeit übertragen haben. Und ich glaube, Sie können sich vorstellen, Sie sitzen ja häufig genug in Ressortabstimmungen, da muss es ähnlich hitzige Diskussionen geben, wie es bei uns in der Bank Verkehr gab, die ja auch angereichert war mit Vertretern der Umwelt- und Verbraucherverbände. Deshalb haben wir ganz zum Anfang schon mal eine große Empfehlung an Sie. Bitte stellen Sie den Bänken, gerade die Bänke, die das noch vor sich haben, einen unabhängigen und externen Organisator und Moderator zur Seite. Ich denke, der Prozess wird es Ihnen danken. Ja, umso mehr sind wir sehr, sehr stolz darauf, dass wir es tatsächlich geschafft haben, ein Papier zu erstellen, das eben die heutige Diskussionsgrundlage bildet. Nun zum Thema Klimaschutz im Verkehr, wie ist die Situation, warum kümmern wir uns da eigentlich drum? Die Emissionen des Verkehrs konnten leider zwischen 1990 und 2014 nicht gesenkt werden. Das heißt, der Verkehr ist also der einzige Sektor, dem es nicht gelungen ist, die Emissionen real, also absolut zu senken. Soweit die schlechte Nachricht. Aber die gute Nachricht ist, es hätte auch noch viel schlimmer kommen können. Denn wenn man sich die Verkehrsleistung anschaut, die ist nämlich im gleichen Zeitraum beim Güterverkehr um 62% gestiegen und im Personenverkehr um 30%. Das heißt, die Emissionen sind nicht im gleichen Maße gestiegen wie die Verkehrsleistung. Und das hat einen guten Grund, der heißt Effizienz. Wir konnten nämlich im Verkehrssektor durch viele Maßnahmen die spezifischen Emissionen, also das heißt die Emissionen pro Transporteinheit, senken. Und das in dem gleichen Maße, wie die Verkehrsleistung gestiegen ist. Und ich finde, das verdient eigentlich auch Lob. Wir haben also den Verbrauch der Fahrzeuge gesenkt. Wir haben die Röhren, die wir für den Transport brauchen, besser gefüllt. Und wir haben unsere Verkehre besser und intelligenter gesteuert. Bei den Themen alternative Kraftstoffe und Antriebe sind wir die ersten Schritte gegangen. Aber all das hat eben nicht dazu geführt, die Emissionen im Verkehrssektor absolut zu senken, weil eben die Nachfrage so sehr gestiegen ist. Das bedeutet, dass wir auch weiter an den bereits genannten Stellschrauben drehen, aber auch neue Wege gehen müssen. Die Aufgabe der Bank Verkehr war es nun, die Maßnahmen, die im Aktionsprogramm 2020 schon mal stehen, weiter auszugestalten, weitere Maßnahmen zu entwickeln, sowie Maßnahmen zu beschreiben, die bereits heute angestoßen werden müssen, damit sie auch nach 2020 zu einer Emissionsreduktion führen können. Die Diskussionen haben wir, wie ich vorhin schon sagte, gemeinsam mit Vertretern der Bänke Umwelt, Energie und Verbraucher geführt. Wir haben 5 Schwerpunktthemen mit entsprechenden Maßnahmen entwickelt, die wir Ihnen jetzt gleich vorstellen wollen. Erstens CO2-Reduzierung im Personenfernverkehr, zweitens die CO2-Minderung beim Pkw, drittens die Stärkung des Schienengüterverkehrs, viertens die Stärkung des Umweltverbundes im Personennahverkehr und fünftens alternative und regenerative Kraftstoffe.
Die Maßnahmen werden nun von meinen Kollegen vorgestellt. Und im Anschluss freue ich mich darauf, dann über Ihre Ideen. Da freue ich mich auf Ideen, oder wir freuen uns darauf, dass Sie uns Maßnahmen nennen, die uns weiter unterstützen können, unsere Ziele zu erreichen, dass wir auch im Verkehrssektor Emissionen senken können. Aber vielleicht gibt es ja auch Maßnahmen in Ihrem Bereich, die Auswirkungen auf den Verkehrssektor haben. Vorab schon mal einen herzlichen Dank für Ihre Anregung und ich übergebe nun weiter an Herrn Dr. Werner Reh vom BUND. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Pfeiffer. Guten Morgen allerseits. Ich bin schon ein Beispiel für dieses BTS Bank Trading System, weil ich von der Umweltbank komme und gebeten wurde, das hier vorzustellen, was ich gerne tue. Fernverkehr ist ein Begriff, der gar nicht so leicht zu definieren ist. 95% der Mobilität spielt im Nahverkehrsbereich ab, und zwar des Verkehrsaufkommens, nicht der Verkehrsleistung. Und aber dennoch sind die 5% sehr emissionsrelevant. Wenn ich jetzt da vorangehe. Das ist die falsche Präsentation. Personenverkehr. Ich mache einfach mal weiter, weil eben in allen Entfernungsstufen oberhalb von 50 Kilometer dominiert der Autoverkehr. Und zwar in allen Bereichen von eben 100 Kilometer, 50 Kilometer aufwärts bis 600 bis 1000 Kilometer. Hat mich durchaus überrascht. Der Luftverkehr kommt natürlich dann im Entfernungsbereich ab 600 Kilometer. Die Bahn spielt mal im Bereich 300 bis 600 Kilometer eine Rolle, über 10%. Aber auch das ist nicht wirklich überwältigend, die Anteile. Ja gut, das ist immer noch die falsche. Also hier ist die richtige drauf. Ja, bei Frau Pfeiffer ist die richtige zu sehen. Herr Reh, wenn Sie das zur Unterstützung brauchen, dann spielen wir das jetzt besser. Ja, genau. Da ist es. Da okay, sieht man, alles klar. Ist die roten Balken, das ist der Autoverkehr, dominiert in der Tat massiv bis 1000 Kilometer. Und es wächst dann ein bisschen der öffentliche Straßenpersonenverkehr auf. Und in der Tat, der Luftverkehr spielt dann in der großen Entfernungsstufe eine Rolle. Internationaler Luftverkehr ist nicht Teil der Abgrenzung, die jetzt dem Klimaschutzaktionsprogramm zugrunde liegen. Genau. Wie ist die Prognose? Ich habe die Verkehrsprognose 2030 genommen und da steht drin, alles bleibt so, wie es ist. Das ist gar nicht so überraschend. Das nennt sich zwar Prognose, ist aber in Wirklichkeit eine Retrognose, weil eben eigentlich das eine Trendfortschreibung ist. Der Autoverkehr nimmt demnach um 1% ab, der Bahnverkehr 0,3% zu, so ungefähr. Die Fernbusse spielen da keine Rolle, weil die 2010 noch keine richtige Rolle spielten. Also das ist eine Lage, dass gesagt wird, in 2030 sieht der Verkehr genauso aus in der Verteilung im Model Split wie wir heute. Und das ist, glaube ich, klimapolitisch in der Tat auch eines der Kernprobleme, an die man angehen muss und sich über Verlagerung entsprechend Gedanken machen. Das haben wir getan. Nächste Folie, danke. Stärkung der Schiene ist eine der Hauptaufgaben auch im Personenfernverkehr. Da gibt das Klimaschutzaktionsprogramm eigentlich eine gute Vorlage. Die konnten wir praktisch ausbuchstabieren und mit konkreten Maßnahmen unterlegen. Und da sehen wir eben die Netzkonzeption 2030 als eine der auch großen Fortschritte in der Planung der Bahn. Wir haben da seit 10 Jahren dafür gekämpft und das ist in der Tat dann eine deutliche Verbesserung. Wir müssen die Investitionsmittel für die Bahn auch deutlich anheben, um dann eben auch diese Verlagerung und diese Projekte, die hinter der Netzkonzeption 2030 stecken, umzusetzen. Wir haben den Deutschlandtakt als einen wichtigen Fortschritt identifiziert. Er steht in Anführung, weil er jetzt nicht von allen so komplett unterschrieben wird. Es gibt eine Machbarkeitsstudie des Bundesverkehrsministeriums für den Bundesverkehrswegeplan. Und auch da kann man Machbarkeitsstudie Deutschlandtakt auch entsprechend anknüpfen und mehr Verkehr auf die Schiene ziehen. Die neue Fernverkehrsstrategie, die Meriten können sich durchaus die Fernbusse auch mit ans Revier heften, ist auch ein Riesenfortschritt, weil da Verkehre außerhalb der Metropolen angegangen wird. Und das sind gute Voraussetzungen, wo wir sagen können, das Aktionsprogramm hat die richtigen Prioritäten gesetzt und muss das unterfüttern und mit konkreten Maßnahmen unterstützend durchziehen. Bei den Fernbussen haben wir noch überlegt, weil die sind in der Tat ein Sektor, der ja auch ein Wachstumspotenzial
in erheblichem Maße hat. Wir haben das im Verkehrskonzept aller Umweltverbände auch entsprechend intensiv dargestellt und angeschaut. Wir wollen innerhalb des bestehenden Wettbewerbsrahmens die Angleichung der Wettbewerbsbedingungen verbessert sehen. Das gilt für die Infrastrukturnutzung natürlich, das Mautthema. Das ändert aber nicht wirklich viel an der Geschichte, ist nur wichtig, Kundenrechte etc. Die Angleichung sollte vorangetrieben werden. Und wir hatten die Idee, dass in Angebotskonzepten mit den Städten verhandelt wird, was eben sagt, ihr müsst so eine Hub-Konzeption machen im Fernbusverkehr, damit ihr nicht mit Hunderten von Bussen in die Stadt mitten eben fahren müsst, damit ihr gut Personal wechseln könnt und dass da ein System in Abstimmung auch mit der Bahn entsteht und mit den Städten, was zukunftsfähig ist. Und wir wollten, dass dieser Fernverkehr, Fernbusverkehr mit dem Nahverkehr besser verknüpft wird, nämlich indem da integrierte Nahverkehrstickets eben drin sind. Das wäre auch eine Qualitätsverbesserung. Ja. Verlagerung Kurzstreckenflüge auf die Schiene war auch Konsens gewesen in der Gruppe, in der Verkehrsbank. Wir haben jetzt keine Empfehlung im engeren Sinne gemacht, weil wurde gesagt, das ist Aufgabe der Unternehmen, das voranzutreiben. Das Konzept ist auch sehr klar. Das ist nämlich die Frage, Airrail auszuweiten und zu optimieren. Seamless Travel ist so eine Geschichte auch für das Gepäck. Das wäre möglich. Und wir haben, das ist im NGO-Konzept für Luftverkehr entnommen, dem neuen 200.000 Flüge als Verlagerungsverdachtsstrecken identifiziert, die man eigentlich auf die Bahn bringen könnte und muss eben da in die Verhandlungen gehen, Airports, Airlines und an der Stelle im Fernverkehr ist die Deutsche Bahn AG, die das ICE-Netz fährt, mit im Durchschnitt 40% freien Plätzen. Insofern, da ist richtig Musik drin. Vielen Dank, das war's. Bitte schön, Gerd Lotz. Ich darf gleich weitermachen. Meine Damen und Herren, dieses Wiener Verfahren, das, was wir gemacht haben, es war tatsächlich eine sehr anstrengende, sehr schwierige, sehr intensive Übung. Ich habe schon einen sehr starken Druck verspürt, der in dieser Gruppe vorhanden war, dass wir einen Konsens herstellen in dieser Bank und speziell auch bei dem Papier, bei dem Teilpapier, für das ich hier zuständig bin, über das ich hier rede, CO2-Minderung bei Pkw. Der VDA, das ist der Verband der deutschen Automobilindustrie, hatte sich zunächst, am Rande beteiligt, hat sich dann aber sehr, sehr engagiert in diesen Prozess eingebracht. Das Teilpapier, für das ich hier rede, ist tatsächlich der gemeinsame Nenner von VDA und VCD. Man kann sich heute kaum noch vorstellen, aber die Ereignisse, über die wir jetzt alle reden und die uns viel Zeit gekostet haben in dieser Woche, weshalb ich auch keine Präsentation liefere, ist auch schwer, Konsenspapiere zu visualisieren. Wir haben uns zusammengesetzt, sehr intensiv zusammengesetzt und das, wie gesagt, ist der gemeinsame Nenner. Ich nenne es nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern es ist schon interessant, welche Schnittmenge sich dort ergeben hat. Ich zitiere jetzt mal aus dem Vorspann, manche nennen das ja Lyrik, bevor die Maßnahmen kommen. Die CO2-Grenzwertgesetzgebung ist ein zentrales Instrument zur Minderung der CO2-Emissionen im Verkehrsbereich. Ich verlasse das Zitat, das ist doch etwas. Das möchte ich Ihnen gerne mitgeben in die weitere Politik, in die Politik der nächsten Jahre. Ich zitiere weiter, seit 2006, dem Basisjahr der Regulierung, sind die im neuen europäischen Fahrzyklus gemessenen CO2-Emissionen von neu zugelassenen Pkw in der EU um 21,5% gesunken. Insofern haben die Grenzwerte einen wichtigen Beitrag zur Emissionsminderung geleistet. Diese Regulierung gilt es über 2020 hinaus intelligent fortzuführen, um verbleibende Effizienzpotenzial und so weiter und so fort. Es ist natürlich Auslegungssache, was es heißt, intelligente und effektive Post-2020 CO2-Regulierung voranzutreiben. Wir unterstützen Sie da gerne, der VDA ist sicherlich auch dabei, seine Vorstellung zu bringen, aber wir sind gerne bereit zu sagen, was wir für intelligent halten.
Jetzt noch ein Satz. Warum 2020, wenn es um die Post-2020-Regelung geht? Nach meiner Auffassung ist, je früher ein Beschluss fällt, desto größer auch die Wirkung. Wenn man jetzt was beschließt, dann verhalten sich die Unternehmen und auch die Kunden schon in diese Richtung. Deshalb hat es meines Erachtens da auch eine Wirkung. Dann ist drin, das ist, beschreibe jetzt mal so ein bisschen auch den Prozess, damit Sie auch sehen, worüber wir verhandelt haben. Herr Körs, der hinter mir ist, der auch gerade keinen leichten Job hat, kann mir ja auch widersprechen, wenn ich irgendetwas, er hat ja nachher auch noch die Gelegenheit dazu, aber WLTP, dieses Messverfahren, das war eher unser Ding, das wollten wir unbedingt in dem Papier drin haben, dass man halt zu einem sauberen Verfahren kommt. Das Verfahren muss natürlich mit dem jetzigen verglichen werden. Man muss da zu vernünftigen Regelungen kommen. Anreize zur Bestandserneuerung und schnelleren Marktdurchdringung besonders effizienter Fahrzeuge. Das ist, ja, da sind wir beide irgendwo dabei. Ne? Also muss man auch schauen, worum es da geht. Wir sind sehr stark dafür, dass man Erdgas weiter fördert. Bei den Elektrofahrzeugen, Elektroautos sind hier drin in diesem Papier. Ich weiß, es gibt Verwunderung, dass jetzt, wenn wir aus den verschiedenen Arbeitsgruppen berichten, warum es keine eigene Gruppe zu Elektroautos gegeben hat. Ich weiß, es verwundert. Ich kann es Ihnen sagen, es hat sich in unserer Bank niemand als Pate für dieses Thema gemeldet. Es war einfach keiner da, der es gemacht hat. Und ich kann Ihnen auch sagen, warum ich es nicht bin, weil ich die CO2-Minderung bei Pkw insgesamt für viel wichtiger halte und für eine Voraussetzung halte, dass sich Elektroautos überhaupt im Markt durchsetzen können. Also der beste Motor für Elektroautos sind CO2-Grenzwerte, also ist eine ambitionierte, oder ich, wenn ich in der Diktion des Papiers bleibe, muss ich sagen, eine intelligente und effektive Post-2020 CO2-Regulierung. Das ist der Motor für Elektroautos. Alles das, was jetzt diskutiert wird, hat ja bis jetzt nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht, ob es sonst funktionieren wird. Jetzt, sorry, ich muss noch mal kurz drauf schauen, dass ich hier auch alles bringe, was sehr wichtig ist. Dann Erdgas habe ich schon gesagt. Bei Flüssiggas, das ist auch so eine Kompromissformel, da sagen wir halt, dass es entsprechend der CO2-Minderung gestaffelt werden kann. Daraus ergibt sich klar, die Klimavorteile für Erdgas sind eindeutig höher als für Flüssiggas, aber es gibt halt auch, wenn man ein Konsenspapier hat, die Notwendigkeit, noch Unternehmen mitzunehmen, die auch noch Flüssiggasautos bauen. Dann eine Geschichte, die auch wichtig ist, die auch richtig ist, Förderung des Eco-Driving, des kraftstoffsparenden Fahrens. Da muss eindeutig mehr passieren und ich finde es ganz besonders hervorhebenswert, dass sich VDA, VCD, ach so, alle anderen Stakeholder in unserer Gruppe haben dem Papier, was wir in intensiver Arbeit erarbeitet hatten, zugestimmt und bis auf ganz kleine redaktionelle Änderungen ist nichts mehr passiert. Das sei auch nochmal gesagt. Ganz wichtig, dass eben auch die Fahrlehrerausbildung, die Fahrschule, also die Fahrausbildung, die Führerscheinprüfung, da muss man auf die Prüfstellen einwirken, dass wir das hier als gemeinsame Maßnahme haben. Wenn man Konsenspapiere oder etwas, was einem Konsenspapier ähnlich ist, erstellt, ist natürlich auch immer wichtig, was nicht drin steht. Dazu komme ich jetzt noch. In unserem Papier steht nicht drin, dass die Autoindustrie, dass Autos oder Kraftstoffe in den Emissionshandel rein sollen. Das steht in unserem Teilpapier nicht drin. Es gibt nachher noch ein weiteres Papier, wo es um Kraftstoffe geht. Da steht ein Prüfauftrag drin,
ob man in Kombination, nein, als Ergänzung zu ambitionierten CO2-Grenzwerten, das konnte hier im Papier nicht drin sein, dieser Begriff, der kommt dann aber nachher in Ergänzung zu ambitionierten CO2-Grenzwerten, prüft, ob zusätzlich dann noch Emissionshandel für Kraftstoffe eingeführt wird. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Dann geht es weiter mit Herrn Roggermann. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Staatssekretär, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will gleich in Anbetracht der knappen Zeit ins Thema einsteigen. Diesen Umweltvergleich der Verkehrsträger, den werden Sie wahrscheinlich kennen, die Schiene ist auch im Güterverkehr das klimafreundlichste Verkehrsmittel. Was vielleicht nicht alle wissen, ist, dass die Schiene auch im Zeitverlauf diesen Umweltvergleich nicht nur gehalten, sondern auch ausgebaut hat. Hier an der Wand sind die Daten des Umweltbundesamtes. Das ist mit ein Grund, warum die Bundesregierung sich das Ziel gesetzt hat, die Schiene zu stärken und auszubauen und den Verkehrsträger Schiene und die Wasserstraße mehr Verkehr zuzuführen durch Verlagerung. Diese Ziele sind auch im Aktionsprogramm Klimaschutz des BMUB konsequent übernommen worden. Wie haben sich nun die politischen Rahmenbedingungen für den Schienengüterverkehr in dieser Legislaturperiode entwickelt? Leider nicht zum Besten, muss man sagen. Das Mautmoratorium wurde fortgeführt, die Lkw-Mautsenkung seit diesem Jahr war auch nicht hilfreich für den Schienengüterverkehr. Hinzu kommt die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, die die Schiene noch einmal mit bis zu 70 Millionen Euro pro Jahr belastet hat. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf das Preisgefüge innerhalb des Güterverkehrs. Hier mal der Erzeugerpreisindex des Statistischen Bundesamtes. Sie sehen, die Preisschere zwischen Lkw und Güterbahn geht deutlich auseinander, was in der Folge auch dazu führt, dass das Betriebsergebnis pro Tonne und pro Kilometer nur noch 0,01 Cent beträgt. Die Güterbahnen kämpfen also mit der schwarzen Null. Wir haben nun in der Bank Verkehr Maßnahmen überlegt, wie man die Schienen wieder stärken kann im Güterverkehr. Maßnahmen, die auch kurzfristig schon bis 2020 umsetzbar sind. Eine Maßnahme zur Stärkung der Schiene ist die Ermäßigung der Stromsteuer. Sie sehen hier auf der Grafik, dass sich Deutschland den zweithöchsten Stromsteuersatz in Europa leistet mit über 11 Euro pro Megawattstunde. Andere EU-Länder ermäßigen die Steuer deutlich oder erlassen sie sogar. Das ist EU-rechtlich ausgesprochen erlaubt in der EU-Energiesteuerrichtlinie. Wenn man die Stromsteuer in Deutschland halbieren würde, würde das die Mehrbelastung durch das EEG wieder ausgleichen. Eine Ermäßigung, die darüber hinausgeht, würde die Schiene im Sinne des Koalitionsvertrages weiter stärken. Das ist eine Maßnahme, die relativ schnell umgesetzt werden kann. Das ist eine reine Bundessteuer, EU-rechtlich, wie gesagt, erlaubt. Weitere Maßnahmen, längere Güterzüge. Es gibt das EU-Ziel für 2030, das Kernnetz in Europa auszubauen für 740 Meter lange Züge. Das ist die normale Standardlänge, die leider in Deutschland nicht überall erreicht wird. Diese Maßnahme ist sehr kosteneffizient. Es gibt ein Beispiel für den Korridor Rotterdam-Genua. Der deutsche Abschnitt dieser Strecke würde 50 Millionen Euro kosten, also von der niederländischen Grenze bis nach Basel 50 Millionen Euro, um längere Güterzüge auf die Strecke zu bringen. Das sind relativ einfache Maßnahmen, Versetzen von Signalen, Verlängern von Überholgleisen. Es gibt bereits ein Erfolgsbeispiel zwischen Deutschland und Dänemark. In Dänemark sind 835 Meter Züge erlaubt. Man kann sie seit einigen Jahren auch von Hamburg aus fahren. Und eine weitere Maßnahme, Förderung von lärmsanierten Wagen. Die lärmsanierten Güterwagen, die umgerüstet wurden auf neue, leisere Bremsen, verursachen leider höhere Betriebskosten. Diese höheren Betriebskosten führen einmal zu dem Anreiz der Unternehmen, dass sie sagen, sie wollen später umrüsten, um diese höheren Betriebskosten später zu haben. Oder die Unternehmen, die umgerüstet haben, werden im Wettbewerb mit weniger klimafreundlichen Verkehrsträgern geschwächt. Unser Vorschlag hier an dieser Stelle ist eine befristete Förderung der Betriebsmehrkosten. Die Betriebsmehrkosten belaufen sich bis 2020 auf etwa 600 bis 700 Millionen Euro. Derzeit sind im Bundeshaushalt 2016 nur 10 Millionen Euro vorgesehen. Das wäre also auch ein weiterer Weg, um die Schiene im Wettbewerb zu stärken. Fazit: Die Stärkung der Schiene ist ein Mittel, um mehr Verkehr auf die Schiene zu verlagern.
Sie ist ein Mittel, was relativ kosteneffizient ist und große CO2-Einsparungen bringen wird. Und die Stärkung der Schiene im Wettbewerb in dieser Legislaturperiode ist noch möglich. Und sie wird auch dazu führen, dass die, die CO2-Ziele der Bundesregierung noch erreicht werden können. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Roggermann. Und jetzt gehen wir weiter. Der Wechsel hat schon stattgefunden mit, spreche ich es richtig aus, Herrn Pöhl oder Herr Pohl? Pohl. Pohl, alles klar, bitteschön, Sie haben das Wort. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ich hatte in der Tat in dieser Runde mit eine der dankbarsten Aufgaben, dass ich nämlich das Thema Umweltverbund beleuchten sollte. Klar ist, dass wir im ÖPNV, wir reden hier über Reisereichweiten bis zu 50 Kilometer, bis zu einer Stunde Zeit und 50 Kilometer Entfernung, dass sich hier natürlich umweltfreundliche Mobilität besonders niederschlägt, Stichwort Busse und Bahn. Sie haben das Papier vor sich liegen, deshalb brauche ich das nicht alles vorzulegen. Und wenn Sie das lesen, werden Sie feststellen, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem. Alles das, was da drin steht, ist allen hinlänglich bekannt. Es steht fast ständig in der Zeitung oder in einschlägigen Blättern. Und gerade auch das Umweltministerium, und da bin ich sehr dankbar für, kennt das Thema. Insofern rede ich hier, erzähle ich nichts Neues. Es gibt allerdings von den 10 Maßnahmen, die Sie da drin finden, 3 bis 4, von denen ich sage, es lohnt sich doch mal näher drauf zu schauen, denn die helfen uns enorm weiter, wenn sie denn so kommen. Das erste sind die beiden für uns großen, bedeutenden Finanzierungsinstrumente, die wir nicht neu haben wollen, sondern die wir nur genutzt sehen wollen, beziehungsweise in der Form angewendet und erhöht sehen wollen, wie es notwendig ist. Erstens Stichwort Regionalisierungsmittel. Das Thema ist mittlerweile fast schon zu alt, dass die Dinger längst erhöht werden müssen und auch dynamisiert werden müssen. Die Länder haben aus dem Geld im Schienenpersonennahverkehr erfolgreich, erfreulich viel gemacht. Die Menschen honorieren das, fahren mit uns. Wir sind aber jetzt an der Stelle, wo diese Mittel deutlich erhöht werden müssen, um wenigstens den Status quo zu halten. Denn sonst wandern uns die Menschen wieder ab. Und das wäre schade und völlig kontraproduktiv. Das Gleiche gilt für das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Auch hier ist längst eine Anpassung erforderlich, eine Fortführung, eine Perspektive über 2019 hinaus. Auch da stehen wir auf der Stelle. Das heißt, uns fehlt die Planungssicherheit. Wir können bestimmte Maßnahmen, die dringend notwendig sind, um den Erfolg der letzten Jahre, und das ist ein erfolgreiches Instrument, nicht fortführen. Auch da stehen wir auf der Stelle. Das dritte ist stärkere Förderung von CO2-mindernden Antriebsarten. Das Bundesumweltministerium hat uns hier dankenswerterweise mit einem Hakt-Hochlaufprogramm bei den Hybridbussen sehr geholfen. Leider zeigt sich, dass die Rahmenbedingungen nicht ausreichen, um dieses Fahrzeug erfolgreich in großer Stückzahl auf die Straße zu bringen. Das hängt einfach mit wirtschaftlichen Gegebenheiten zusammen. Das nächste, über das ich sprechen will, ist das Thema Multimodalität. Auch das ist nichts Neues, dass wir heute nicht mehr eine Konkurrenz der einzelnen Verkehrsmittel in den Nahbereichen haben, sondern eine sinnvolle Verknüpfung. Es gibt von unserem Verband, das finden Sie auf unserer Homepage, ich zeige es nur mal hoch, ein sehr schönes Positionspapier, wo Sie sehr viele Fahrzeuge in einer Garage sehen. Das heißt, wir haben auch kein Umsetzungsproblem oder kein Problem damit, dass Leute im Nahbereich sich mit verschiedenen Verkehrsmitteln zweckabhängig bewegen. Das ist sinnvoll, das ist gut so, jeder hat seine Stärke und woanders auch seine Schwäche. Zur Frage, was macht ihr denn selber eigentlich, um das Thema CO2-Reduzierung voranzutreiben? Es gibt seit ungefähr 3 Jahren ein hervorragendes Gutachten, das finden Sie auf der Seite des Bundesverkehrsministeriums, nennt sich Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz im ÖPNV und zum Einsatz erneuerbarer Energien. Alles ist da, alles ist bekannt, es muss nur angewendet werden. Ich habe eine Bitte an die Politik, denn dafür sind wir ja auch hier. Es gibt kluge Maßnahmen, die uns helfen, die Leute zu unseren Fahrzeugen hinzubringen, damit sie mit dem ÖPNV fahren. Eine denkbar unkluge Maßnahme war beispielsweise das Thema EEG-Umlage für elektrisch betriebene Schienenbahnen. Wenn wir Dinge bekommen, die bei uns preistreibend wirken, dass wir Fahrpreise erhöhen müssen, weil wir da keinen Einfluss drauf haben und plötzlich der Betrieb bei uns teurer wird, weil solche, wie ich mal sage, unsinnigen Maßnahmen kommen, aus unserer Sicht, dann ist das kontraproduktiv. Also politisch kluge Maßnahmen zu einem besseren Modal Shift sind gewünscht. Als Fazit kann ich nur sagen, nochmals, wir haben kein Erkenntnisproblem. Wir haben einen ganzen Instrumentenkasten dessen, was wir machen können, um den Erfolg, den wir haben in unserer Branche, mehr Leute zum ÖV, die Zahlen steigen Jahr für Jahr, fortzusetzen. Wir haben ein Umsetzungsproblem. Und da bitte ich
Die Kommunen, nehmt das mit. Die Kommunen können was tun, auch mit einfachen Maßnahmen. Das ist nicht eine Sache allein des Geldes, sondern da hilft manchmal auch ein Pinselstrich, um den Fahrrädern mehr Platz im Straßenverkehr zu geben. Das müsste auch bei Kommunen, die in der Haushaltsnot stehen, möglich sein. Also, es ist einiges möglich. Machen Sie es, packen Sie es an. Dann würde ich sagen, wir schaffen das. Danke. Vielen Dank. Und dann haben wir das letzte Statement aus diesem Blog von Herrn Rohleder von AIREC. Bitte schön. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr geehrte Damen und Herren. Das Thema, zu dem ich jetzt abschließend vortragen möchte, alternative regenerative Kraftstoffe, ist, das werden Sie ja ahnen, kontroverser diskutiert worden als das von Herrn Buhl eben vorgestellte. Aber ich denke, das macht auch den Reiz des Themas aus, denn das, was ich hier vorstelle, ist das, worauf sich alle zumindest einigen konnten, dass es verschriftlich wird in dieser Form. Wir haben für alle Verkehrsträger Maßnahmen identifiziert, welche wir zur Ergänzung des Aktionsprogramms Klimaschutz 2020 vorschlagen. Vor dem Hintergrund, dass die Bundesregierung langfristig vollständig auf fossile Energieträger verzichten will, scheint es aus Sicht der Bank Verkehr geboten, die Nutzung alternativer und regenerativer Kraftstoffe zu beschleunigen. Gerade in den Wachstumsbereichen Straßengüterfern- und Luftverkehr ist ein Abwarten auf möglicherweise CO2-ärmere Optionen nicht ratsam, um die Emissionen nicht ungebremst ansteigen zu lassen. Mit Blick auf das Jahr 2020 sind wir überzeugt, dass ein Großteil der für den Verkehr vorgesehenen zusätzlichen Minderungen von bis zu 10 Millionen Tonnen CO2 mithilfe der folgenden 5 Maßnahmen erzielt werden kann. Voraussetzung für die vorgeschlagenen Maßnahmen ist es stets, dass die Verkehrsinfrastruktur in ihrer bestehenden Form nutzbar bleibt. Das spart Kosten und ermöglicht eine schnelle Marktintegration. Zu den Maßnahmen im Einzelnen. Die Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie der Bundesregierung aus dem Jahr 2013 hat sich im Wesentlichen mit den Kraftstoffoptionen der Verkehrsträger befasst. Bioenergie leistet laut MKS einen bedeutenden Beitrag zur Dekarbonisierung des Verkehrs. Die verfügbaren Ressourcen sollten nach Ansicht der Bank Verkehr in den Sektoren eingesetzt werden, die kaum andere Substitutionsmöglichkeiten haben. Wir empfehlen daher, die MKS weiterzuentwickeln und diese, soweit möglich, um einen verkehrsträgerspezifischen Bioenergie-Allokationsplan zu ergänzen. Auf dieser Basis könnten Investitionsentscheidungen gesteuert und angereizt werden. Zum zweiten Punkt. Mit Blick auf den Schienenverkehr ist die Elektrifizierungsrate von 90% erfreulich hoch. Mittelfristig bietet daher vor allem eine Erhöhung des Ökostromanteils im elektrifizierten Schienenverkehr Einsparmöglichkeiten. Die Deutsche Bahn AG verwendet aktuell 40% grünen Strom und hat damit die eigenen Ziele für 2020 bereits übererfüllt. Ein weiterer Anstieg bis 2020 ist technisch möglich und sollte auch im Rahmen des Aktionsprogramms unterstützt werden. Zum dritten Punkt. Im Bereich der flüssigen Biokraftstoffe ist es politisch gewünscht, den Anteil von Bioethanol und Biodiesel nicht nennenswert auszubauen, obwohl hier zusätzliche Kapazität besteht. Anders verhält es sich bei der auch politisch gewünschten Nutzung von fortschrittlichen Kraftstoffen, die in keiner Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion stehen oder wesentlich höhere CO2-Einsparungen ermöglichen. Hier fehlen entsprechende Produktionskapazitäten. Rohstoffseitig gibt es auch in Deutschland unerschlossene Potenziale. Laut DBFZ werden von Waldrestholz, Getreidestroh und Gülle teilweise weniger als 25% des technisch Möglichen genutzt. Begrenzend für eine stärkere Nutzung flüssiger Biokraftstoffe bis 2020 ist folglich vor allem die fehlende Bioraffineriekapazität. Durch die Forschungsförderung der letzten Jahre sind in Deutschland und Europa Pilotanlagen entstanden, die nun im industriellen Maßstab ausgebaut werden müssen. Hierfür sollte das Aktionsprogramm Investitionszuschüsse gewähren. Zum vorletzten Punkt, zu den strombasierten Kraftstoffen. Diese werden ein Bestandteil des Energiemixes im Verkehr sein. Der Ausbau sollte aus Sicht der Bank Verkehr insbesondere dadurch beschleunigt werden, dass die Speicherung von EEG-Strom attraktiver gestaltet wird. Denkbar sind Prämien für das Vorhalten von Speichern, ebenso wie ein Absenken der Entschädigungsansprüche für abgeregelte Strommengen. Letztlich gilt auch hier, dass Pilotanlagen, in diesem Fall Elektrolyseure und Verflüssigungsanlagen, erfolgreich arbeiten. Einen Durchbruch können PTG und PTL aber erst erzielen, wenn sie im großen Maßstab funktionieren. Deren Ausbau sollte öffentlich unterstützt werden. Zum letzten Punkt,
der ein kleiner Fremdkörper hier ist, aber der, wie schon anfänglich erwähnt, hier diskutiert wurde. Das sind die CO2-Grenzwerte im Straßenverkehr. Diese haben sich als Treiber für technologische Innovationen bewährt. Aufgrund physikalischer Grenzen ist ein weiteres Absenken jedoch mit sehr hohen Kosten verbunden. Gleichzeitig ist die bestehende Regulierung allein auf Neufahrzeugeffizienz ausgerichtet und berücksichtigt weder den Pkw-Bestand noch die Fahrleistung. Um die gesamte Fahrzeugflotte mit Verbrennungsmotoren an der Dekarbonisierung zu beteiligen, sollte die Integration der Kraftstoffe in den Emissionshandel als Ergänzung zu einer Flottenregulierung ergebnisoffen geprüft werden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank der gesamten Bank, allen Beiträgen Ihrer Einleitung, Frau Pfeiffer, und allen Beiträgen zu den Einzelaspekten. Ich muss sagen, ich bin schwer begeistert. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für die Mühen, die Sie sich gemacht haben, und kann jetzt schon sagen, das unterstützt die Umsetzung des Aktionsprogramms enorm. Und nochmals, es geht nicht um Konsens um jeden Preis, das können wir jetzt auch in der weiteren Aussprache nochmal etwas vertiefen, wo möglicherweise noch unterschiedliche Sichtweisen sind. Ich habe auch innerhalb der Verkehrsbank durch, sagen wir mal, Gesichtsregungen erkannt, dass es noch einen vertieften Diskussionsbedarf gibt. Aber die Tatsache, dass Sie sich und wie ich sehe, offenbar in einem Prozess, der jedenfalls nicht zu erkennbaren Schäden geführt hat, dass Sie sich auf Punkte gemeinsam verständigt haben, ist ein enormer Beitrag. Und das, was ich jetzt zusagen kann, schon mal zum Beginn der Diskussion, ist zweierlei. Erstens, für die weiteren Prozesse werden wir Ihre Empfehlungen aufgreifen, dass wir einen Moderator zur Verfügung stellen, damit Sie sozusagen damit schon mal nichts zu tun haben. Ich glaube, das ist eine sehr gute Empfehlung. Der Applaus dazu kam erstmal aus der Ecke derjenigen, die die Erfahrung schon gemacht haben. Die anderen können sozusagen dann schon davon profitieren und müssen diese Erfahrung nicht mehr machen. Und das Zweite ist, wir werden auch nach der Diskussion in dieser Runde hier zu dem Papier schriftlich Stellung nehmen. Da sind ja ein paar Punkte drin, die ich durchaus als Auftrag empfinde, dann werde ich sozusagen das machen müssen, Frau Pfeiffer, was Sie jetzt sozusagen auch schon erlebt haben. Das wird an der einen oder anderen Stelle nicht ohne Ressortabstimmung gehen, um zu sehen, ob wir und welche Teile der Empfehlungen, die Sie uns gegeben haben, dann auch tatsächlich umsetzen. Aber sagen wir mal, die Tatsache, dass doch ein sehr breites Spektrum an Institutionen und Organisationen sich auf etwas Gemeinsames geeinigt hat, stärkt uns natürlich dann in diesen Gesprächen durchaus den Rücken. So, das will ich als Vorbemerkung lassen. Wir gehen jetzt in die offene Aussprache. Ich werde mich bemühen, dass irgendwie... Ja, wir machen das, das ist eine gute Idee, da muss ich nicht gucken, wer sich als erstes gemeldet hat. Wir gehen die Bänke einfach durch. Ich schlage vor, dass wir jetzt nicht durch die einzelnen Themenblöcke getrennt gehen, sondern Sie tatsächlich frei sind, auf die verschiedenen Aspekte zu agieren. Und wenn wir einmal rum sind, gucken wir mal, ob noch Zeit ist und ob sich so Themen herauskristallisiert haben, wo man dann nochmal Gelegenheit nochmal nachzusetzen. So, dann gucke ich mal als erstes hier nach links. Bitte schön. Ja, vielen Dank, dass ich ein kurzes Statement zum Bankverkehr oder zu den Themen abgeben darf. Aus kommunaler Sicht, es wurde eben bemängelt, dass auf kommunaler Ebene zu wenig gemacht wird, in Anführungsstrichen. Ich werde aufgrund der kurzen Zeit mich auch relativ kurz fassen und nur einige wenige Beispiele nennen. Also ich stelle voran, Kommunen sind da sehr gefordert, sowohl konzeptionell als auch finanziell. Ich werde das Beispiel am Radverkehr erläutern. Zum Beispiel, um einen funktionierenden Radverkehr in die Region oder in der Stadt, im Zentrum oder überhaupt zu integrieren, sind natürlich einige Aspekte zu beachten seitens einer Kommune. Zum einen muss das platzmäßig integriert werden, aber zum anderen muss auch die Sicherheit der Radfahrer und der Fußgänger gewährleistet werden. Und es darf auch nicht zu einem Gegeneinander der Verkehrsteilnehmer kommen. Zusätzlich muss der Radverkehr auch seitens der Kommune, die ja vor Ort die Nähe zur Bürgerschaft hat, muss auch attraktiv gestaltet werden. Also das hängt auch mit den Konzepten zur Nahversorgung zusammen zum Beispiel.
Zum öffentlichen Personennahverkehr kann ich kurz anmerken, am Beispiel der Barrierefreiheit gibt es natürlich, ist erforderlich, dass da auch konzeptionell gedacht wird, wie das umgesetzt wird. Da ist auch das Beispiel des ländlichen Raums zu nennen. Da ist sicherlich ein anderes Konzept vonnöten als in einer Großstadt und auch anhand der älternden Bevölkerung. Diese Aspekte müssen alle von Kommunen beachtet werden, bevor sie ein Konzept erstellen. Und die sind natürlich auch da personell auch gefordert. Ja, insgesamt, die Kommunen tun einiges, da bin ich mir sicher. Wenn ich diverse Wettbewerbe jetzt mitbegleite, gibt es sehr viele Konzepte, zum Beispiel Radstationen, es gibt Fahrradverleih, auch von Elektrofahrrädern. Und es ist insgesamt eine große Herausforderung. Wie gesagt, auf lokaler Ebene muss man diverse Aspekte beachten. Und ja, große Aufgabe, die Kommunen sind gefordert und sie tun einiges, aber es gibt sicherlich Bedarf. Danke. Vielen Dank. Genau, jetzt kommen wir zu den Ländern. Ja, bitteschön, Frau Hössler. Ja. Entschuldigung, aber ich wollte das gerne aus kommunaler Sicht nochmal ergänzen. Ich möchte sehr unterstreichen, dass auch die kommunalen Spitzenverbände die Erhöhung der Regionalisierungsmittel und auch GVFG-Erhöhung und Weiterführung sehr dringend unterstützen. Das finden Sie auch in vielen Positionspapieren der kommunalen Spitzenverbände. Der Deutsche Städtetag hat sich ja da sehr ausführlich zu geäußert und macht das auch, glaube ich, kontinuierlich Richtung Staatssekretär Verkehr. Was Sie gesagt haben im Hinblick auf die Erkenntnisse, dass es weniger Erkenntnis als Umsetzungsprobleme sind, das will ich jetzt aus kommunaler Sicht nur noch mal bestätigen. Also das Problem in den Kommunen, Frau Bungert hat ja schon einzelne Punkte genannt, ist tatsächlich nicht nur die finanzielle Seite, sondern dass in der Regel auch die personelle Situation nicht so gut ist, wie wir uns sie wünschen würden. Hinzu kommt natürlich, wir sind dabei, das mit den Klimaschutzmanagern so ein bisschen nach vorne zu bringen. Aber letztendlich ist es so, dass hier noch enorm viel Überzeugungsarbeit auch Richtung politischer, kommunalpolitischer Ebene zu leisten ist. Dass da Prioritäten gesetzt werden müssen, darüber sind wir uns sicher im Klaren. Zwei kleinere Punkte oder drei Punkte. Wir haben im Kontext mit Klimaschutz und Mobilität, wir haben in unserem Papier, ich hatte ein Vorgespräch mit Ihnen, Herr Pohl, ein kurzes Vorgespräch mit Ihnen. Sie hatten zu Recht erwähnt, dass wir in unserem Papier gar nicht auf das Thema Verkehr eingegangen sind. Das haben wir ganz bewusst nicht gemacht, weil wir gesagt haben, es gibt eine große Plattform zum Thema Verkehr, die vor uns dran ist. Also gehen wir jetzt nicht darauf ein. Wir haben aber eine ganz im Kontext mit der Service- und Kompetenzstelle kommunaler Klimaschutz haben wir eine Broschüre herausgebracht, die sich mit dem Thema Klimaschutz und Mobilität und vielen guten Beispielen auseinandersetzt, die wir auch an die Kommunen weitergeben. Und viele Punkte, die auch in Ihrem Papier vorkommen, wo Sie die Kommunen ansprechen, tauchen genau in dieser Broschüre auf. Ich darf Ihnen das gleich geben und wenn Sie das alle haben möchten, dann wenden Sie sich bitte an das Service- und Kompetenzzentrum kommunaler Klimaschutz. Zwei Punkte aus meiner Sicht noch, die ich ergänzen möchte. Aufgefallen ist mir, dass Sie viel über den ÖPNV sprechen, aber das Thema Zuverlässigkeit im ÖPNV taucht leider nicht auf. Ich glaube, da haben viele drunter zu leiden. Also Zuverlässigkeit heißt, dass ich die Leute, die sich entschlossen haben, auch auf den ÖPNV umzusteigen, die zu nutzen, die massiven Ausfälle beispielsweise im Regionalverkehr der Bahn oder auch Verspätungen führen oftmals dazu, dass die Leute, die willens waren, wieder zurück auf den PKW umsteigen. Also das nur als ein kleiner Punkt meinerseits. Und noch ein Punkt, der so ein bisschen davon abweicht. Sie haben ja
sind ja bewusst nicht auf das Thema Pkw eingegangen. Das ist mehr so an all die Behörden, die über Dienstwagen verfügen. Ich möchte noch mal eindringlich dafür plädieren, dass hier keine steuerlichen Vergünstigungen für Dienstwagen, die hohe Emissionen haben, weiter betrieben werden sollte. Also das auch ein kleiner Appell von mir persönlich. Vielen Dank. Ja, auch das habe ich sehr wohl gehört und werde es mit den Kollegen gelegentlich besprechen. Bei uns rennen sehr offene Türen damit ein. So, und jetzt kommen wir zur Länderbank. Bitte schön, Herr Jakobs. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Zunächst mal möchte ich vorausschicken, dass alles das, was ich jetzt sage, obgleich ich als Sprecher der Länderbank sitze, keine abgestimmte Position der Länder ist, sondern es sind, sofern nicht anders gekennzeichnet, Aussagen des Landes Niedersachsens. Ich möchte mich zunächst mal auf die Vorschläge zum Thema CO2-Minderung im Personenverkehr beziehen. Dort haben Sie die Grenzwerte angesprochen, die ja der Regulierung und der Steuerung des technischen Emissionspotenzials dienen. Ausdrücklich steht in Ihrem Papier drin, dass es keine Maßnahme ist, das Fahrverhalten zu steuern. Und deswegen sind wir der Meinung, dass in eine solche allgemeine Debatte über Klimaschutz und Verkehr auch ein bekanntes, aber immer noch sehr wesentliches Argument gehört, nämlich die Frage einer allgemeinen Geschwindigkeitsbegrenzung auch auf Bundesautobahnen. Wir denken, es ist evident, dass man damit über zwei Teileffekte wesentliche Emissionsminderungen erreichen kann. Zum einen steigen die Emissionen ab bestimmten Geschwindigkeiten mit Motordrehzahlen exponentiell. Und zum Zweiten ist eine solche Maßnahme auch geeignet, den Verkehrsfluss insgesamt konstant zu halten und damit emissionsintensive Beschleunigungsvorgänge zu reduzieren. Eine zweite Maßnahme, die Sie in Ihrem Papier schon genannt haben, möchte ich hier ein bisschen verstärken. Es geht um eine technologische Entwicklung, nämlich die Stimulierung des autonomen Fahrens. Auch das eine Maßnahme zur Verstetigungsverkehres und zum Beitrag einer Verkehrskonstanz. Da geht es insbesondere darum, dass mehr reale Verkehrsbedingungen für Testfahrzeuge hergestellt werden, um unter solchen tatsächlichen Testbedingungen auch das autonome Fahren weiter zu entwickeln. Dafür ist es erforderlich, auch gerade auf Bundesfernstraßen die Infrastruktur mit entsprechenden digitalen Applikationen auszurüsten. Das würden wir empfehlen, noch in den Maßnahmenvorschlag, der Sie auch in Ihrem Papier findet, mit aufzunehmen. Dann möchte ich auf Bitten Hamburgs einen Bereich ansprechen, der überhaupt nicht genannt worden ist in Ihrem Papier. Im Klimaschutzbericht des Bundes steht da drin. Das ist das Thema internationaler Seeverkehr. Da bittet Hamburg folgende Maßnahmen mit aufzunehmen oder zumindest verstärkt darüber nachzudenken, nämlich sich verstärkt für die Umstellung auf CO2- und schadstoffarme Antriebsmittel und Techniken wie insbesondere Flüssigerdgas einzusetzen und die dafür vorgesehene Förderrichtlinie auch schnellstmöglich mit den Bundesländern abzustimmen und möglichst noch Anfang 2016 in Kraft treten zu lassen. Eine zweite Bitte Hamburgs in diese Richtung betrifft allgemein die Bereitstellung von Ladestrom in Häfen und das Entwickeln von Regeln für den Kreuzfahrtverkehr, dessen Anteil ja im internationalen Schiffverkehr immer größer wird. Soweit meine Überlegungen zu den einzelnen Maßnahmen. Zum Abschließen vielleicht noch etwas zu dem Gesamtansatz des Klimaschutzberichtes. Wir finden es sehr gut, dass sowohl für den Sektor Verkehr als auch für alle Sektoren und Maßnahmen Emissionsvermeidungspotenziale quantifiziert werden. Im Verkehrskapitel fällt auf, dass einige Maßnahmen sehr unterschiedlich ausgereift sind, zum Teil sich noch im Planungsstadium befinden oder aber, das gilt für den Luftverkehr, sich außerhalb auch der nationalen Regelungszuständigkeit befinden. Wir regen daher an, das bei der Überarbeitung des Berichtes ein bisschen zu konkretisieren, damit man auch ableiten kann, aus welchen Maßnahmen diese insgesamt 7 bis 10 Millionen Minderungsbeitrag sich speisen. Aber wie gesagt, insgesamt halten wir diesen quantifizierenden Ansatz für sehr gut und auch sehr hilfreich für unsere Arbeiten auf Länderebene. Vielen Dank, Herr Jakobs. Und jetzt gehen wir vom Norden in den Süden nach Bayern. Bitte schön, Herr Dahl. Vielen Dank. Also ich wollte gerne noch drei Stichworte in die Diskussion einbringen aus bayerischer Sicht. Zum Ersten, der Umweltverbund ist uns auch besonders wichtig, ist ja angesprochen worden.
Und in dem Zusammenhang haben wir sehr gute Erfahrungen in Bayern mit Carsharing im ländlichen Raum. Und hier sehen wir großes Potenzial auch, was also jetzt Klimaschutz angeht. Zweites Stichwort wären Klimaschutztechnologien als Förderung, und zwar sowohl im Bereich also jetzt Forschung und Entwicklung als auch im Bereich Umsetzung von Klimaschutztechnologien. Dort ist ja schon angesprochen worden, auch alternative Kraftstoffe, saubere Kraftstoffe, auch wir sehen da nicht nur im gasförmigen Bereich, sondern auch im flüssigen Bereich Möglichkeiten. Und hier stehen durchaus etliche Normen entgegen, sodass man auch hier vielleicht ein gewisses Potenzial noch heben kann. Weiteres Beispiel auch im Bereich Normung, Straßengüterverkehr. Hier gibt es Entwicklungen, aerodynamische Lkw, die eben durch entsprechende Normung, ich sage einfach mal, behindert sind. Auch was also jetzt im Bereich Lang-Lkw versucht wird. Drittes Stichwort, nicht nur Klimaschutz im Blick zu haben, sondern gerade im Verkehrsbereich auch die anderen Umweltschutzgüter, insbesondere Luft. In vielen Bereichen lässt sich auch, oder mit vielen Technologien, Klimaschutztechnologien, lässt sich auch der Emissionszustand in den Ballungsräumen verbessern, Elektromobilität, Lärm ist auch genannt worden, also jetzt was zum Beispiel Schiene angeht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Theiler. Dann kommen wir zur Bank Wirtschaft allgemein. Und da weiß ich nicht, wer will als erstes, Frau Richter oder Herr Brübach? Ja, dann beginne ich. Ich darf für eine Teilgruppe der Bank Wirtschaft sprechen. Für Verbände und Unternehmen, denen das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit und dessen glaubwürdige Umsetzung ganz besonders wichtig sind. Und aus der Perspektive haben wir auch mal einen Blick auf das vorgelegte Verkehrspapier genommen. Aus unserer Sicht geht das natürlich in die richtige Richtung, aber da es sich ja um ein Konsenspapier handelt, ist vielleicht die eine oder andere Konkretisierung auch noch zwingend erforderlich, die dann erst weiterhilft. Der Herr Pohl hatte schon mal ganz darauf hingewiesen, dass entscheidende Hebel sicherlich alle Finanzströme sind. Und auch in diesem Sinne denken wir, dass da ein entscheidender Hebel anzusetzen wäre, sei es bei der Erhöhung der ÖPNV-Regionalisierungsmittel und der Dynamisierung, wo wir ab einem zusätzlichen Bedarf von 2 Milliarden dann auch entsprechende Wirkungen sehen würden. Das muss sicherlich konkretisiert werden, oder auch die angesprochene Idee, die Stromsteuer im Schienenbereich eben auch mindestens zu senken. Vielleicht sollte man auch mal hinweisen darauf, dass bei dem anderen Megathema Elektromobilität nicht immer nur der Fokus auf Elektroautos gelegt werden soll, sondern gerade auch das, was ja schon im Schienenbereich geleistet wird zur Elektromobilität, wahrgenommen, aber auch verstärkt werden soll, einschließlich der Pedelecs im Fahrradbereich. Das BMUB hat uns ja mal bei der Erarbeitung des Klimaschutzprogramms ein wunderbares Chart gezeigt mit den wesentlichen quantitativen Potenzialen zum Klimaschutz im Verkehrsbereich. Und da war einer der dicksten Brocken natürlich die Verbräuche der PKWs, und deswegen auch richtig der zweite wesentliche Ansatz ist der Spritverbrauch, die Grenzwertsetzung, die gemacht wird. Das ist eine riesige Bedeutung. Und in dem Sinne könnte man die jetzigen Ereignisse aber auch als Chance nutzen, gerade hier jetzt wirklich entscheidend voranzukommen und da auch mit den entsprechend anderen Ministerien, anderen Ressorts da voranzukommen. Natürlich dann auch ein Messverfahren für Grenzwerte zu definieren, was nicht nur anspruchsvoll ist, sondern auch in der Umsetzung wirklich geprüft wird. Vielleicht sollte man da in dem Zusammenhang auch noch Elektromobile gleich mitdenken, auch deren Effizienz wird eine zusehends
eine Rolle spielen und auch Aussagen bezüglich CO2-freier Mobilität von Elektromobilen müssen vielleicht auch nochmal hinterfragt werden. Ein zweiter ganz wesentlicher Brocken, der auch schon angesprochen worden ist, das sind die Spritspartraining, Eco-Training. Da ist ja schon vorgesehen in Ihrem Programm, dass Sie das für bei Neuwagenkäufen mit vorsehen möchten. Aber wir denken, es ist wirklich wichtig, auch den Bestand, der uns ja noch 10, 15 Jahre erhalten bleibt, hier in den Fokus zu nehmen und hier eben dann auch den spritsparenden Fahrer voranzubringen mit Maßnahmen, die zum Teil auch in dem Papier schon erwähnt werden. Es wäre dann auch nochmal ein Ansatz, das Ganze nicht nur technologieanbieterorientiert umzusetzen, sondern auch von der Nachfrageseite her, Stichwort Klimaschutz, Programm und Plan 2050, wo ja auch solche Ansätze gefordert und willkommen sind. Und ein weiterer, der nicht hier, aber schon im Klimaschutzprogramm erwähnt ist, ist das Thema Mobilitätsmanagement, also die Gestaltung auch der Nachfrage nach Mobilität. Und da sollte ja auch überlegt werden, ob zusätzlich zu den Förderprogrammen, was jetzt in der Arbeit ist, vielleicht auch schon eine verpflichtende Regelung angedacht wird. Man sieht leider, sage ich mal, am Energieaudit, dass eben manchmal die Masse von Unternehmen erst auf die Idee kommt, was zu tun, wenn es verpflichtend vorgeschrieben wird. In dem Papier wird auf der zweiten Seite auch wieder nach weiteren Maßnahmen gefragt. Da möchte ich vielleicht doch nochmal, wie beim letzten Mal schon, darauf hinweisen, dass bei der Erarbeitung des Aktionsprogramms Klimaschutz ja schon über 700 Maßnahmenvorschläge eingegangen sind, von denen bekannt ist, dass nicht alle Eingang gefunden haben in das Klimaschutzaktionsprogramm. Und gerade im Verkehrsbereich gibt es ja noch etliche, die vielleicht damals aus Zeitgründen nicht alle verhandelt werden konnten mit dem entsprechend zuständigen Fachressort. Da würde ich doch dringend nochmal anmahnen, dass man das nachholt, Ergänzendes aufnimmt, wie beispielsweise die auch schon erwähnte dringend erforderliche Veränderung einer Dienstwagenbesteuerung in Richtung ökologische, aber auch soziale Aspekte. Herr Brübach, Sie müssten etwas kürzer sein. Ich bin gleich am Ende, danke. Und vielleicht auch andere Dinge nochmal in Fokus nehmen, wurde auch schon erwähnt, ich würde es mal nochmal beschreiben mit, als Stichwort zur Verkehrsverflüssigung auch die Anpassung von Diskrepanzen bei der Geschwindigkeit von Fahrzeugen, um jetzt nicht das Unwort mit T ins Wort zu nehmen, was ja als Tabu gilt, aber wir erleben ja in dieser Woche, dass wir auch nicht unbedingt an Tabus festhalten müssen, wo das andere auch nicht tun. Danke. Vielen Dank. Und jetzt haben wir Frau Richter, aber ich sage mal, schreite auf meiner Lernkurve als Moderator fort und stelle fest, wir müssen die Beiträge etwas kürzer halten. So in der Größenordnung 2 Minuten, das will ich nicht strikt einfordern, aber wenn Sie das als eigene Orientierung bitte nehmen. Ja? Danke. Ich gebe mir Mühe. Ich möchte auch von Seiten der Industrie noch etwas ergänzen. Erstmal die Maßnahmen, die die Bank Verkehr empfohlen hat, die können wir alle so mittragen und begrüßen sehr, dass sie auch weitgehend im Konsens gefunden worden. Ein Punkt, der uns sehr fehlt und der uns auch im Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 fehlt, das ist bedarfsgerechter Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Das betrifft alle Verkehrsträger. Und ergänzen möchten wir da auch darauf hinweisen, dass es darum geht, die Infrastruktur jetzt darauf vorzubereiten, dass die neuen Funktionen des vernetzten Fahrens damit gedacht werden müssen. Einen Punkt möchte ich auch noch herausstreichen. Wir treten als Industrie vehement für die Stärkung der Schiene ein, begrüßen ausdrücklich die Maßnahmen, die hier genannt wurden, möchten aber dafür werben, dass Effizienzsteigerung bei allen Verkehrsträgern wichtig sind und deswegen ganz klar hier auch ein Plädoyer für den Lang-LKW. Aus ideologischen Gründen sollten da auf Effizienzmaßnahmen nicht verzichtet werden. Ein dritter Punkt, Förderung alternativer Antriebe und Kraftstoffe, ganz allgemein, die Maßnahmen, die genannt wurden, sind sicher alle richtig. Was die Elektromobilität betrifft, da möchte ich darauf verweisen, dass es einen sehr guten Empfehlungskatalog der Nationalen Plattform Elektromobilität gibt. Da kann man sicher gerne auch die eine oder andere Maßnahme nachschlagen und rasch umsetzen. Unterstreichen möchten wir auch von seiner Industrie, dass ein Forschungs- und Markteinführungsprogramm für fortschrittliche Kraftstoffe der zweiten, dritten Generation dringend geboten sind. Und als Abschlussbemerkung sei mir gestattet zu sagen, dass eine Forderung nach einer Dienstwagenbesteuerung kein Konsens hier in der Bank, Wirtschaft, Industrie
sein kann. Dankeschön. Überraschung. Jetzt kommt der Mittelstand. Ja, der Mittelstand, Herr Hübels, bitteschön. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Zunächst mal Respekt an die Verkehrsbank, dass Sie eine abgestimmte Position hinbekommen haben. Ich kann Ihnen die nicht bieten, weil meine Möglichkeiten, sozusagen ein Papier, das am Freitagnachmittag angekommen ist, abzustimmen innerhalb des gesamten Mittelstands und der KMUs leider begrenzt waren. Was ist beim Mittelstand das zentrale Thema aus unserer Einschätzung? Mutmaßlich das ganze Thema Pkw, kleine Lkw. Unsere Klientel geht vermutlich vom Handelsvertreter, vom selbstständigen Handelsvertreter mit doch erheblichen Laufleistungen eines Pkws pro Jahr bis hin zu einem mittleren Fuhrpark kleinerer Lkws. Tendenziell sehr lange Nutzungsdauer, also die Autos, wissen Sie selbst, im Handwerk sind zum Teil sehr, sehr alt, sind allerdings nicht mehr nur ein Auto, sondern eben auch zum Teil eine rollende Werkbank, von daher gesehen auch sehr speziell und nicht so ganz so leicht auszutauschen. Was, wenn wir jetzt diesen Katalog dem Mittelstand vorlegen würden, denke ich mal, die Topforderung Nummer eins wäre sicherlich das Thema Stauvermeidung, Verkehrsverflüssigung, denn das ist ein Thema, das dürfte vielen Handwerkern und Ähnlichen auf den Nägeln brennen. Ich hatte gerade selbst eine Baustelle, wo mir gesagt hat, vor neun geht gar nichts, weil vorher kostet der Berufsverkehr. Also das ist ein allgemeines Thema, das für die Beteiligten sicherlich relevant ist. Das Zweite, ich glaube, im Mittelstand finden Sie eine ganze Menge Pioniere, die auch bereit wären, auch vielleicht mal was zu experimentieren und zu sagen, wir gehen in Richtung Elektromobilität und Ähnliches. Es wird allerdings schon erwartet, dass da, ich sage mal, bestimmte Signale da sind, dann wird es Fast-Follower geben im Mittelstand, die da hinterherlaufen. Eine richtige Bewegung in Richtung neue Mobilitätsmöglichkeiten wird es allerdings erst geben, wenn es vermutlich auch Anreize gibt für Flottenmodernisierungen und dergleichen mehr. Und zum Abschluss noch der Hinweis, wir werden im Rahmen der Mittelstandsinitiative hoffentlich ab nächstes Jahr ein Modul anbieten zum Thema betriebliches Mobilitätsmanagement, wo wir systematisch das, was im Bereich bei EMAS läuft, was bei Ökoprofit läuft, sammeln und Best Practices sozusagen versuchen dann auch runterzubrechen. Und unser Angebot gilt, die IHKs und auch die Handwerkskammern sind Multiplikatoren, wenn es vernünftige Maßnahmen gibt, wo wir Bottom-up-Maßnahmen sozusagen an die Basis bringen können, sind wir gerne bereit dazu, das zu machen, um den Beitrag des Mittelstandes für den Klimaschutz zu optimieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Hübels. Dann kommen wir zur Energiebank und dort startet Herr Dr. Bartsch. Bitte schön. Vielen Dank. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Volker Bartsch, DVGW, Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches, technisch-wissenschaftlicher Verein. Auch Dank an die Verkehrsbank an der Stelle für diesen guten Konsens. Wir unterstützen als DVGW, also wir haben auch keine, ich repräsentiere auch hier nicht die abgestimmte Meinung der Energiebank, sondern die Meinung des DVGW an der Stelle. Wir unterstützen als DVGW all das, was Sie zu den alternativen Kraftstoffen gesagt haben, natürlich auch besonders das, was zu Power-to-Gas gesagt wurde. Natürlich haben wir ein Faible für gasbasierte Kraftstoffe und deswegen möchten wir hier noch eine Maßnahme mit einbringen, die da lautet Einsatz von LNG in der Mobilität und zwar in den Bereichen Straßengüterverkehr, Binnenschifffahrt und Seeschifffahrt. Warum spricht der DVGW heute für dieses Thema? Wir haben zusammen mit der DENA und der Initiative Zukunft Erdgas die Taskforce LNG für Deutschland ins Leben gerufen, Schirmherrschaft beim Verkehrsministerium. Und wir setzen uns eben dann dafür ein, dass was andere Länder europaweit schon tun, LNG insbesondere dann auch im Straßengüterverkehr ans Laufen zu kriegen, dass das auch in Deutschland, dass wir diesen Trend nicht verschlafen. Allein in den Niederlanden haben wir schon über 200, 300 Trucks auf der Straße, die dann einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die weiteren Vorteile, also nicht nur CO2-Einsparungen, wurden ja heute schon genannt. Luftreinhaltung ist ein großes Thema. Also Reduktion sämtlicher klima- und umweltrelevanter Gase durch diesen Antrieb.
Die Technik ist vorhanden, sofort einsetzbar. Wir können sogar noch in den Motoren erwarten wir noch eine deutliche Lernkurve zur bislang erreichten Effizienz, weil es eben erst quasi losgeht und die Motoren sind heute schon effizienter als ein Diesel, wobei ich kann jetzt nicht mehr genauso sagen, wie viel effizienter, da warten wir dann auf die neuen Dieselmesswerte. Wir haben natürlich auch deutlich geringere Treibstoffkosten im LNG-Bereich und ein ganz wesentlicher Punkt, wir haben nur wenig Infrastruktur, die wir aufbauen müssten. Deutschlandweit, um den Straßengüterverkehr zu bedienen, müssten am Anfang nur rund 15 Tankstellen gebaut werden. Das ist eine relativ geringe Summe. Und deswegen auch die zwei oder die drei wesentlichsten Schritte, die wir für notwendig halten, ist also eine Beteiligung des Bundes an den Erstinvestitionskosten für die Infrastruktur. Sollten angemessene Anreize geschaffen werden, um auch dann eben die Fahrzeughalter dazu bewegen, zukünftig LNG-Trucks zu kaufen, also einen gewissen Anreiz, dass die also geringfügig höheren Mehrkosten für LNG-Trucks angereizt werden. Und das Wichtigste, was die Politik immer machen kann, ist ein starkes Signal setzen, nämlich das Thema LNG deutlich präsenter auf die Tagesordnung heben, als das bislang der Fall ist. Diese drei Schritte würden wir uns wünschen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes Herr Stücke. Und bevor ich Ihnen aber das Wort gebe, will ich ankündigen, dass ich mich dann hier leider verabschieden muss, um den anderen Aufgaben nachzugehen. Ich bedauere das sehr, weil ich jetzt schon wieder feststelle, das sind wirklich sehr, sehr gute Diskussionen. Ich freue mich sehr, dass diese Art des Diskussionsformates von allen so gut angenommen worden ist, dass es ja auch offenbar Rückkonsultationen der Bänke, manchmal erfolgreich, manchmal nicht so erfolgreich, gibt, um zu sehen, gibt es auch jetzt in den Stellungnahmen dazu gemeinsame Sichtweisen, die man herausarbeiten kann. Also ich empfinde das als sehr ermutigend und gleichzeitig bedauerlich, dass ich das nicht weiter verfolgen kann. Wir werden ja zum Schluss dann auch noch mal Vorschläge machen, wie wir weiter vorgehen, welches weitere Themen sind, die wir in ähnlicher Weise aufbereiten werden. So, Herr Dr. Stücke, Sie haben das Wort. Ja, herzlichen Dank, Herr Staatssekretär, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es wird Sie jetzt nicht überraschen, dass der Vertreter des Deutschen Verbandes Flüssiggas sich dem Plädoyer seines Vorredners, Herrn Dr. Bartsch, pro Gasantriebe anschließt. Wir werden auf dem Weg von konventionellen Kraftstoffen zur Elektromobilität auf Gasantriebe nicht verzichten können. Wir sind in diesem Bereich ja auch, was LPG, Autogas angeht, schon sehr weit vorangekommen. Wir haben mit fast 7000 Tankstellen eine ausgebaute Infrastruktur. Dieser Kraftstoff kann an jeder zweiten Tankstelle in Deutschland getankt werden. Wir haben im Jahr 2014 etwa 500.000 Tonnen CO2-Einsparung über LPG erreicht, mit einer Autogasflotte von 500.000 Fahrzeugen. Wir werden das nur ausbauen können, wenn der Steuervorteil, der 2018 ausläuft für Autogas und Erdgas, wenn dieser Steuervorteil nun so rasch wie möglich auch verlängert wird. Das hat nicht nur Konsequenzen für das Thema CO2. Aktuell erleben wir wohl einen neuen, deutlichen Impuls zum Thema Luftreinhaltung. Und wohin der uns führen wird, werden wir noch sehen. Wir sind dazu in der Lage, mit Gasantrieben im Bereich Feinstaub und Stickoxid natürlich auch Vorteile anzubieten, um die Politik der Luftreinhaltung am Ende auch nicht herumkommt. Im Bereich des Schwerlastverkehrs sehen wir eine Möglichkeit, 40% des Dieselverbrauchs über Dual-Fuel-Technologie zu ersetzen. Das sollte in der MKS einfach deutlicher auch nochmal nach vorne gestellt werden. Schwerlastverkehr und leichte Nutzfahrzeuge, da liegt ein Einsparpotenzial von etwa 5 bis 6 Millionen Tonnen CO2 im Jahr. Insgesamt sollte die Politik darüber nachdenken, wie ein Weg weg vom Diesel hin zum Gas, sowohl mit LNG als auch LPG, wie das machbar sein kann. Wir stehen für jede Debatte dafür zur Verfügung. Vielen Dank. Ja, schönen Dank, Herr Dr. Stücke. Ich darf jetzt übernehmen. Ganz kurz nochmal mein Name, Berthold Göke, leite die Unterabteilung Klimaschutzpolitik im BMUB und komme jetzt zur
Bank Nummer 6 mit drei Sprechern. Und wenn ich die Reihenfolge zunächst richtig erkenne, habe ich Frau Stein-Bartelmes als erstes dort und deshalb erteile ich Ihnen das Wort. Vielen Dank. Auch wir möchten uns bedanken für das Papier aus Sicht der Verkehr. Wir haben da grundsätzlich ein bisschen was zu sagen zum Thema. Was uns fehlt, ist natürlich der ganze Bereich Stadtplanung und dementsprechend dann eben Integration der Stadtplanung und Verkehr, weil hier geht es ja gerade auch darum, dass genau in diesem Punkt Stadtplanung und ländlicher Raum das Thema Verkehr aufgegriffen wird auf dieses ganzen Bereich der Lebensbereiche. Also auch hier würden wir gerne mal ein bisschen mehr den Fokus vielleicht drauflegen auf bedarfsgerechter Ausbau der Infrastruktur. Und sonst würde ich gerne abgeben an meine Bankpartner, die hier noch ein bisschen detaillierter was zu sagen können. Herr Sonnenberg, ja? Ja, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben natürlich aus der Sicht der Stadtplanung zunächst einmal den vordergründigen Gedanken, dass die sogenannte autogerechte Stadt einmal grundsätzlich weiter überdacht werden muss. Also das ist ein wichtiger Punkt aus unserer Sicht. Ich spreche heute hier für den Verband der Deutschen Architekten- und Ingenieurvereine. Und da würden wir ganz gern noch einen stärkeren Fokus drauf sehen. Dann ist schon viel über das Thema Elektromobilität gesprochen worden. Auch da ist die Position, dass wir eigentlich an einem Dreiklang Ausbau der Ladeinfrastruktur, Kaufanreize müssen ein Thema werden aus unserer Sicht und natürlich auch Innovationsförderung im Bereich der Speichertechnologie, Batterietechnik. Das sind eigentlich so die wesentlichen Punkte vorab, über die wir uns hier Gedanken gemacht haben. Ansonsten kann ich einfach auch nur nochmal den Dank aussprechen an die ausführliche Vorarbeit der Bank Verkehr. Da ist im Prinzip alles soweit genannt worden, wie es auch von unserer Seite her befürwortet wird. Frau Steinbart-Helmes hat gerade schon kurz das Stichwort genannt, ländliche Räume, Infrastruktur dort. Das ist sicherlich ein Thema. Wir setzen uns stark ein für den oder gegen die Zersiedlung weiterer Räume, was natürlich dann auch immer wieder neue Verkehre mit sich bringt. Also auch da sollte man durchaus noch mal ein paar Gedanken dran verschwenden. Aber das sind im weitesten Sinne die Punkte im Moment. Danke. Ja, ganz herzlichen Dank. Dann haben Sie das Wort, Frau Metzin. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank. Und aus dem Bereich der privaten Bauherren vielleicht noch einige kleine Ergänzungen. Meine Vorredner haben im Prinzip genauso wie auch das Papier der Bank Verkehr ja doch die wichtigen Punkte schon aufgegriffen. Dennoch denke ich, gibt es noch ein paar Ergänzungen zu machen. Wir tagen ja parallel im Moment auch ganz intensiv zum Thema bezahlbarem Bauen und Wohnen. Da ist ein ganz wichtiger Aspekt, der in den Verkehrsbereich hineinspielt, beispielsweise die Stellplatzsatzungen der Kommunen, die natürlich, wenn sie aufgehoben würden, zum einen das Bauen günstiger machen würden, zum anderen natürlich auch an der einen oder anderen Stelle die Bewohner dazu bringen würden, vielleicht über die Verkehrsmittelwahl nachzudenken, beziehungsweise eben Aufheben der Stellplatzsatzungen natürlich auch einhergehen müsste mit Verkehrskonzepten, wie Sie sie auch schon geschildert haben, die beispielsweise dann auch die Intermodalität fördern. Das ist ein erster Punkt. Ein zweiter Aspekt ist auch bereits ansatzweise schon angesprochen worden, betrifft aber natürlich auch immer wieder das Wohnen und die Erzeugung von Verkehrsströmen in Richtung Arbeit. Das ist nach wie vor so, dass durch steuerliche Rahmenbedingungen aus anderen Bereichen eben der Verkehr zum Arbeitsplatz mithilfe auch individueller Verkehrsmittel deutlich begünstigt ist im Verhältnis zum Bauen und Kaufen im Zentrum der Stadt. Wenn man dort also sich ansiedeln möchte, hat man deutlich höhere Kosten, die man für den Kauf der Immobilie, des Grundstückes, die energetische Sanierung aufbringen muss, als wenn man auf der grünen Wiese, mein Vorredner hat es angesprochen, das Zersiedeln der Landschaft im Prinzip vorantreibt, dort neu baut und die mit Hilfe steuerlicher Vergünstigungen, Stichwort Werbekosten, Stichwort auch Dienstwagen, dann eben den Transportweg so günstig gestalten kann, dass diese Kosten nicht mehr nennenswert ins Gewicht fallen. Das ist also ein weiterer Aspekt, wo ein Ungleichgewicht herrscht. Und dann haben uns unsere
Mitglieder, die wir so in einer Kurzumfrage auch noch zu Wort kommen lassen haben, in der Vorbereitung auf diesen Tag noch drei Aspekte mit auf den Weg gegeben. Einer ist schon angesprochen worden bei den Bundesländern. Das ist nämlich das Thema Schweröl im Schiffsverkehr. Da gibt es inzwischen eben doch zunehmend Wohngebiete, die auch in Wasserlagen erschlossen werden. Da stören sich die Bewohner natürlich vor allen Dingen an den Ausdünstungen und an dem Lärm. Nichtsdestotrotz ist das aber natürlich auch ein Aspekt, der im Bereich der CO2-Verminderung eine Rolle spielt. Ebenso geht es mit Zweitaktmotoren, die eben nach wie vor doch jedenfalls als störend im Sinne der Bauherren empfunden werden, die bis jetzt noch gar nicht zur Sprache gekommen sind. Und schließlich, auch das war ein Aspekt, der ganz kurz im Bereich der Kommunen schon anklang, das Thema Förderung des Radverkehrs und der Radrouten, bei dem jedenfalls die Bauherren selber immer wieder auch sagen, dass die allgemeinen Ankündigungen sehr wohlklingend seien und aber in der praktischen Umsetzung dann häufig solcher Radverkehrförderung dem zum Opfer fiele, was eben so ein bisschen auch schon anklang, dass es hieß, man wolle da keine neuen Konflikte provozieren und insofern lieber alles beim Alten lassen. Insofern, da scheint die Bereitschaft auf Seiten der Bauherren durchaus vorhanden zu sein, aber es wird so empfunden, dass es noch nicht nennenswert umgesetzt wird in die Praxis. Das wirklich Schlaglichter, die ersten beiden Punkte allgemein abgestimmte Positionen. Danke. Ja, danke auch von mir für diese Schlaglichter. Das Klimaschutzministerium ist ja auch Bauministerium und Städtebauressort. Insofern, dass wir das sozusagen unter Verkehrsgesichtspunkten mitdenken sollen und müssen, ist jetzt auch in den letzten Minuten nochmal sichtbar geworden. Ich komme jetzt zur Bank Verbraucher und gebe Ottmar Lell das Wort. Ja, schönen Dank, dass ich aus Verbrauchersicht zu den Vorschlägen der Bank Verkehr Stellung nehmen kann. Ich habe an den Beratungen als Gast auch mitgewirkt und insofern vielleicht auch nicht überraschend, dass ich die Ergebnisse auch insgesamt sehr positiv finde. Vor allem die Themen CO2-Minderung bei Pkw und eine zukunftsfähige Finanzierung für den öffentlichen Verkehr, das sind für uns natürlich auch ganz zentrale Themen und Forderungen. Aus Verbrauchersicht ist erstmal wichtig, den Blick der Verbraucher auf den Verkehr vielleicht ein bisschen klarer zu kriegen. Der Verkehr ist für Verbraucher in der Regel eine Notwendigkeit, ein Mittel zum Zweck, es muss funktionieren. Und daraus ergeben sich natürlich auch so manche Wünsche, Forderungen, die vielleicht eben noch zusätzlich zu dem, was die Bank Verkehr formuliert hat, aufgegriffen werden können. Das Thema Zuverlässigkeit im öffentlichen Verkehr ist ja auch von den kommunalen Vertretern schon angesprochen worden. Das ist natürlich ganz essentiell. Wir sind sehr dafür, dass der öffentliche Verkehr ausreichend mit finanziellen Mitteln ausgestattet wird, aber die Qualität muss dann eben auch stimmen und das ist derzeit eben leider nicht überall der Fall. Das hat natürlich auch eine gewisse Systemlogik, warum das derzeit nicht so ist. Der öffentliche Verkehr wird eben stark öffentlich finanziert, deswegen ist er weniger an den Kundeninteressen orientiert als manche andere Branche, sondern ist eher darauf bedacht, den öffentlichen Geldgebern eben zu gefallen. Und da bräuchten wir aus unserer Sicht doch eine Stärkung der Verbraucherstimme, damit eben die Verbraucherthemen da entsprechend wahrgenommen werden. Zusätzlich haben wir auch eine sehr starke Zersplitterung des öffentlichen Verkehrssystems in Deutschland. Das führt dazu, dass wir sehr viele unterschiedliche Fahrgastinformationssysteme, Fahrkartenautomaten, Ticketiersysteme haben. Und auch das ist eine ganz alte Thematik, die aber bisher nicht angegangen wird. Das heißt dann immer, naja, ist schwierig, weil kommunal, weil Ländersache. Naja, da denken wir eben, im Bildungsbereich ist es auch gelungen, das eine oder andere zu harmonisieren, als mal die Notwendigkeit deutlich genug war. Das könnte auch im öffentlichen Verkehr sein und sollte letztlich Bestandteil auch der Finanzierung sein. Ein weiteres Thema, das kurz angesprochen wurde, das ist das Thema Intermodalität. Auch dort könnte aus unserer Sicht durchaus noch mehr passieren, denn es gibt da ja im Moment auch durchaus spannende Entwicklungen. Uber ist ein Stichwort, das sehr kontrovers ist, das wir auch nicht nur uneingeschränkt positiv sehen, aber trotzdem die Idee,
von individuellen, bedarfsorientierten Beförderungssystemen, die ist spannend und das sollte eben als ergänzende Beförderungsmöglichkeit, als Mobilitätsangebot auch weitergedacht werden, gerade um den Linienverkehr zu ergänzen, dort, wo er eben meinetwegen in nicht stark nachgefragten Nachtzeiten oder nicht sehr stark frequentierten Regionen, wo der Linienverkehr eben nicht so besonders gut funktioniert und derzeit eher abgebaut wird. Zum Thema CO2-Minderung auch nochmal zwei, drei Gedanken. Auch dieses Thema hängt natürlich sehr stark davon ab, was die Verbraucher machen. Kaufen sie denn spritsparende Pkw oder kaufen sie die eben nicht? Und da sehen wir ja durchaus im Moment Markttrends, die da nicht unbedingt positiv sind. Also SUVs haben eine sehr große Nachfrage. Das ist nicht unbedingt dazu angetan, die CO2-Emissionen zu senken. Das ist sicher sehr komplex, das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage. Vielleicht werden diese Autos auch besonders stark beworben, weil sie eben den Herstellern auch besondere Margen versprechen. Jedenfalls ist es wichtig, wenn wir das Thema CO2-Minderung hier ernst nehmen, dass die Verbraucher hier auch klare Signale bekommen. CO2-Minderung ist wichtig und da sind natürlich so ein paar Dinge im Moment nicht dazu angetan, das zu befördern. Die CO2-Kennzeichnung, die Pkw-Verbrauchskennzeichnung, belohnt derzeit eher den Kauf von schweren Autos als den Kauf von spritsparenden PKWs. Das ist was, Herr Lell, was man... ganz langsam auch zum Finale. Ja, ich ist auch nur noch, zwei Sätze sind es noch. Das ist was, was die Bundesregierung ändern könnte. Und das Thema, dass der reale Verbrauch vom Normverbrauch sehr stark abweicht, derzeit im Durchschnitt bei 40% ist die Abweichung, das ist auch etwas, was gerade im Lichte neuer Ereignisse noch mehr genau überprüft werden sollte. Vielen Dank. Ja, schönen Dank, Herr Lell, meine Damen, meine Herren. Ich möchte versuchen, Sie in den nächsten 20 Minuten sozusagen durch das Thema zu führen. Deshalb auch nochmal von meiner Seite die Bitte, sozusagen sich an der 2-Minuten-Redezeit zu orientieren. Und ich gebe jetzt das Wort an Herrn Obermeier von der Bank Abfallwirtschaft. Und sonstige Emissionen. Ja, vielen Dank für die Bank. Meine Damen und Herren. Sonst nicht so gerne, das hätte einen abwertenden Charakter gehabt und deswegen. Die Abfallwirtschaft, wie Sie wissen, hat ja einen hohen Beitrag für die CO2-Minimierung geleistet in der Vergangenheit. Wenn wir heute über Verkehr reden, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, ist es leider so, dass wir mehr Verkehrsströme durch das Wertstoffgesetz, durch die Gewerbeabfallverordnung, durch die verstärkte Bioabfallsammlung erzeugen werden. Deshalb ist es für uns wichtig, insbesondere im Güterverkehr, auch Minimierungsmaßnahmen auf CO2 weiterzuentwickeln. Ein ganz wichtiger Punkt sind die Sammelfahrzeuge. Sie können sich vorstellen, so viel gebremst und so kurze Fahrzeiten wie die Abfallwirtschaft macht sonst kaum einer. Deshalb ist der Einsatz von Hybridfahrzeugen zur Rückgewinnung von Bremsenergie enorm wichtig in dem Bereich. Hier können die Kommunen eine Vorreiterfunktion spielen, da insbesondere in den verdichteten städtischen Räumen hauptsächlich kommunale Sammelfahrzeuge tätig sind und die Kommunen auch ausschreiben können mit höheren Emissionsstandards, als sie das derzeit machen, wo sie vielleicht gerade mal auf Euro 5 gehen. Da wir hier auch Langstreckentransporte haben, unterstützen wir den Gaseinsatz und Lang-LKWs sowie den Ausbau, was mir ein bisschen gefehlt hat, der Binnenschifffahrt, der hier durchaus in der Abfallwirtschaft eine Rolle spielt. Sie wissen, es ging ja auch durch die Presse, die Abfallwirtschaft importiert auch Abfälle aus anderen Ländern, reduziert dadurch die CO2-Emissionen. Wenn man zum Beispiel nach England sieht, wo noch immer der Großteil eben deponiert wird und da CO2 und Methangas emittiert wird. Aber wenn es daherkommt, soll es dann auch durch günstige Verkehrsträger gemacht werden. Und da ist zum Beispiel die Binnenschifffahrt, wie es zum Beispiel derzeit auch schon läuft, ein wichtiger Punkt. Und ich kann sagen, natürlich trifft uns der Einsatz von alternativen, regenerativen Kraftstoffen, insbesondere Altfette. Hier sind genügend Produktionskapazitäten vorhanden.
in Deutschland, aber es wird noch nicht genügend gesammelt. Und insbesondere in den Städten sehen wir hier noch ein großes Potenzial mit der Sammlung dieser Fraktionen und der Gewinnung von Biodiesel daraus. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Obermeier. Ich komme jetzt zum Vertreter der Bank Land- und Forstwirtschaft. Herr Tegetow, Sie haben das Wort. Ja, recht herzlichen Dank. Zuallererst, es freut mich natürlich für die Bank Landwirtschaft heute sprechen zu können und möchte auch der Bank Verkehr meinen Dank aussprechen für das sehr gut ausgearbeitete Positionspapier, wo man viele sehr innovative Ideen herauslesen kann, und es freut uns natürlich dann auch zu sehen, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ich möchte dennoch dann auch heute mit zwei Bitten an Sie herantreten. Zum einen, ich denke, alle Mitglieder der Bank Verkehr haben inne, dass sie auf gute, wenn nicht sogar geniale Infrastrukturen zurückgreifen können, sei es nun im Schienen- oder im Straßenverkehr. Und wir können uns sehr gut vorstellen, dass man diese Infrastruktur auf die Weise weiterentwickeln kann, dass man sie zu einer grünen Infrastruktur weiterentwickelt. Was meine ich damit? Grüne Infrastruktur, sei es jetzt eben Straßenbegleitgrün oder Grünanlagen, die an Schienenanlagen entlang gebaut wurden, dass man die effektiv zusammenführt, steuert, auch optimiert und damit eben gesunde Pflanzen schafft, die CO2 binden, die Feinstaub abfiltern und ähnliche Wohlfahrtsgedanken abrufen. Die andere Bitte, die Bank Landwirtschaft hat Markanreizprogramme für die Verwendung von Biokraftstoffen entwickelt, die wir gerne auch als Teil des Aktionsbündnisses hier nochmal erwähnen wollen und darüber hinaus eben auch die Schaffung von Perspektiven für Biokraftstoffen, diese auch zu befördern. Denn am Beispiel Raps, denke ich, kann man ganz gut klar machen, dass eben die Kopplung aus Verwendung als Biokraftstoff und als Futtermittel einen Mehrwert generieren kann, der nicht unerheblich ist. Ja, vielen Dank. Ja, schönen Dank, Herr Tegetow, dafür. Ich freue mich auch jetzt, dass die Bank Gewerkschaft und Sozialverbände vertreten ist. Wenn ich richtig weiß, Herr Benhöfer, Sie haben dann das Wort. Vielen Dank. Die Worterteilung kam jetzt... Ich habe Ihnen das Wort erteilt, das war jetzt in meiner Liste irgendwie an... Sie machen das jetzt. Ja, das kam jetzt etwas überraschend, weil ich gedacht habe, die Reihenfolge geht weiter. Macht aber nichts. Genauso überraschend war für mich heute Morgen die Übernahme der Sprecherrolle, weil unsere avisierten Sprecherinnen und Sprecher ausgefallen sind. Dementsprechend hören Sie hier keine abgestimmte Erklärung meiner Bank, sondern ausschließlich original das, was die Arbeitsgemeinschaft der Umweltbeauftragten der Gliedkirchen in der evangelischen Kirche in Deutschland zu sagen hat. Also bitte ich, das zur Kenntnis zu nehmen, dass das eine sehr reduzierte Bankverlautbarung ist, die ich hier heute abgeben kann. Wir haben bei der auch aus meiner Sicht hervorragenden Vorlage viel gehört darüber, wie man Maßnahmen klimafreundlich gestalten kann, indem man unter anderem an ganz vielen Stellen auch mehr Geld einsetzt. Das geht aus meiner Sicht immer davon aus, dass eine wesentliche Steuerungsmöglichkeit bei der Nachfrage nach Mobilität der Preis ist. Und das wird sicherlich so sein. Es gibt andere Kriterien wie Komfort oder wie andere Leistungsfaktoren, aber der Preis ist doch eine ganz wesentliche Steuerungsmöglichkeit. Und auf den Preis kann man auf der einen Seite einwirken, indem man das, was klimafreundlich ist, billiger macht. Und das muss auch so sein, da kann kein Zweifel dran bestehen. Es gibt aber ein anderes Instrument, man kann das verteuern, was klimaschädlich ist. Und das habe ich vermisst in der Vorlage. Das heißt, die Vorlage geht davon aus, dass Mobilität eher noch besser, noch großzügiger, noch flexibler zur Verfügung gestellt wird. Es wird aber nicht die Frage gestellt, brauchen wir all die Mobilität oder können wir schädliche Mobilität auch verteuern? Und da ist einmal schon ganz verschämt das eine Thema, in dem das aus meiner Sicht sehr brisant wird, angesprochen worden, nämlich die Frage, wo wird denn heute eigentlich schädliche Mobilität verteuert, beziehungsweise durch Subventionen, die klimaschädlich sind, noch weiter gefördert. Und das ist die Frage, als ein Beispiel, immer noch die Frage des Dienstwagensprivilegs. Wenn wir uns heute angucken, welchen Anteil insbesondere SUVs haben bei der Neuwagenzulassung und wie viele davon Dienstwagen sind, dann werden wir sehen, dass das erheblich ist. Und da müssen wir uns fragen, warum denn ausgerechnet da, wo eine sehr schädliche Wirkung erzielt wird, der Preis überhaupt nicht regulieren soll.
Wer also seinen Dienstwagen fährt, sei es privat oder dienstlich, der wird in keinster Weise über den Preis gesteuert, vernünftig zu fahren oder wenig zu verbrauchen. Ganz und gar nicht. Das ist also eine widersinnige Maßnahme. Das fehlt mir sehr. Da bitte ich darum, dass da genauer hingeguckt wird und dass das intensiver diskutiert wird. Ein zweites Thema ganz kurz, zum Thema Binnenschifffahrt. Wir haben heute Morgen auch gehört, dass Binnenschifffahrt nicht unbedingt die klimafreundlichste Möglichkeit ist, Transporte zu bewältigen. Deswegen Ausbau der Binnenschifffahrt, das war hier mehrmals im Gespräch, bitte vorsichtig, insbesondere da, wo die Binnenschifffahrt mit dem Naturschutz kollidiert. Das ist zurzeit sehr intensiv der Fall im Bereich der Elbe. Auf der Elbe, da gibt es genug Studien, ist die Binnenschifffahrt auf keinen Fall günstiger als die Schiene und trotzdem steht immer noch zumindest in der Gefahr, dass die Elbe als größtes zusammenhängendes Naturschutzgebiet Deutschlands, wenn man so sagen darf, ausgebaut wird, um die Binnenschifffahrt dort weiter zu fördern. Das kann aus unserer Sicht nicht sein, sondern bitte genau hingucken bei der Binnenschifffahrt, wo kollidiert es mit Naturschutzinteressen. Soweit, vielen Dank. Ja, schönen Dank, Herr Benhöfer. Meine sozusagen Heftung hier folgte gerade nicht dem Zahlenstrahl, deswegen bin ich sozusagen von 9 auf 11 gesprungen, ohne dass die Nummern hier sozusagen erkennbar waren. Ich komme jetzt zur Bank der Umweltverbände und da haben wir ja die Situation sozusagen, Herr Reh, dass Sie auch aus der Perspektive jetzt nochmal Stellung nehmen werden. Ja, vielen Dank. Umweltbank ist meine Heimatbank, also ich betreibe hier Homebanking von hier aus und konnte auch an den als Gast beim Verkehr teilnehmen. Bei aller Wertschätzung der Arbeit der Verkehrsbank gibt es doch noch einige sehr grundsätzliche Probleme, was nun CO2-Minderung und Verkehr angeht. In der Grafik sehen Sie das, in der oberen Linie ist praktisch sind die CO2-Emissionen im Verkehr seit 1990 aufgetragen. Und Sie sehen, dass die Absenkungen dann irgendwann Anfang des Jahrhunderts passiert sind unter die 1990er-Linie und dass wir seit 2012, und das war die Ausgangslage beim Klimaaktionsprogramm, Klimaschutzaktionsprogramm, einen starken Anstieg haben, einen Zuwachs um 10 Millionen Tonnen CO2 und einen steilen Anstieg. Das Umweltbundesamt, das sind vorläufige Zahlen, erklärt das damit, dass eben die niedrigen Spritpreise dazu geführt haben, dass jetzt praktisch die Verkehrsnachfrage gestiegen ist und im Güter- und im Personenverkehr. Und wir müssen uns fragen, was ist das Maßnahmeset, das reicht, um diese Trendwende, die wir unbedingt brauchen, zu bewerkstelligen, A und B. Muss nicht das Ziel auch angepasst werden. Wenn wir über -7 bis 10 Millionen Tonnen reden im Verkehr, reicht dieses Ziel eben nicht. Wir müssten eigentlich 10 Millionen Tonnen obendrauf packen, um dieses Emissionsziel und die Projektion, die ja gemacht wurde, in 2014 einzuhalten. Also da ist in der Tat dringender Handlungs- und Diskussionsbedarf, weil alle anderen Sektoren haben mehr reduziert. Verkehr hat plus minus null, sagt die eine Zahl, plus 1%, sagt der Klimabericht, nicht eingespart oder zugelegt. Warum gelingt die CO2-Minderung im Verkehr bisher nicht? Wir vermissen ein konsistentes oder kohärentes Handlungskonzept insgesamt. Es sind Einzelmaßnahmen durchaus beachtlich, die auch ihre Fortschritte durchaus bringen, das übersehen wir ja nicht. Aber es fehlt eben das Gesamtkonzept, was sicherstellt, dass wir in die richtige Richtung auch nur unterwegs sind und eben ein Ziel wirklich erreichen. Es gibt zwei Rebound-Effekte der ganz erheblichen Art. Wir haben solche Rebound-Effekte durch die Verdieselung zum Beispiel, die wir seit 10, 15 Jahren haben. Die Pkw-Grenzwerte, die mehr oder weniger tatsächlich eingehalten werden, bringen eine Verdieselung, höhere Gewichte, Gewichtszunahme ist bei Neuwagen über Jahrzehnte zu sehen und wir haben durch Diesel Anstieg der Fahrleistung. Insofern ist da ein Rebound-Effekt und die Einhaltung in der Praxis, hatte ich schon angesprochen, Gerd Lutz eben auch schon, ist ein Riesenproblem, wie es in diesen Tagen in der Tat durch die Presse geht, denn wie LTP eben diesen Zyklus für Light-Duty-Vehicles Test-Procedure einzuhalten, ist wichtig und aber auch die Rahmenbedingungen zu verändern, weil dort liegen die Manipulationsmöglichkeiten. Die müssen geändert werden, weil sonst wird Zyklusdesign und eben nur scheinmäßige Einhaltung der Grenzwerte ein Problem bleiben. Wir haben auch Rebound-Effekte bei der Lkw-Maut.
da die zweckgebunden ist für Reinvestitionen in die Straße, schwimmen die in Geld und wir brauchen eine finanziert Verkehrregelung, sagt derer, sagt Bodewig, sagt der Beirat beim Bundesverkehrsministerium. Also da muss in der Tat auch eine Veränderung kommen, was das System einer Gesamtverkehrsinvestitionspolitik und Infrastrukturpolitik angeht. Es fehlen wirksame Maßnahmen, die auf die Pkw-Nutzung, nicht nur die Grenzwerte, auf die Nutzung einwirken. Nicht nur die Frage, welche Autos kaufe ich, sondern wie viel fahre ich damit. Und wir müssen noch deutlich mehr tun in Sachen Effizienzverbesserung und auch Verkehrsvermeidung. Da komme ich noch gleich dazu. Stärkung der Schiene können wir nur sagen, was die Verkehrsbank vorgelegt haben. Das hat mal ein Kölner Trainer gesagt, mach es. Einfach rangehen und durchziehen, finden wir gut. Er hat ihn aber zum Foul aufgefordert damals, das war nicht so gut. Das war der Rute Müller gewesen, aber der Begriff, die Rheinländer kennen das wahrscheinlich. Trotzdem mach etwa sozusagen ein Foul, was dann zu einer gelben Karte führt, ja, aber Frank, das ist ein anderer Punkt. Frank Odenewitz, aber im Detail können wir das so nachher erklären. Wichtig ist gerade auch für das BMUB, diesen Hebel für die Investitionsverschiebung der Mittel, SUP zu sehen, ist ein neues Instrument, ist zwar nicht wirklich neu, ist 10 Jahre alt, aber wird zum ersten Mal in großem Maßstab angewendet. Und Netzkonzepte zu vergleichen und zu sagen, wie viel THG-Minderung erreichen wir durch eine Verschiebung der Investitionen auf die Bahn und auch auf effiziente Bahnprojekte, das ist der zentrale Hebel. Und das Bundesverkehrsministerium wird das nicht machen wollen oder können. Ich bin da sehr unsicher, ob wollen oder können. Aber Netzentwicklung ist da nicht in der Tat wirklich angekommen bisher. Die Netze, wie sie aussehen, wurden beschrieben von Herrn Roggemann und auch vorhin von mir. Das ist also kein Thema. Sie sehen, das Güterverkehrsnetz, das ist hervorragend. Dort zu investieren, bringt wirklich in der Tat verdammt viel Verlagerung. Und Stärkung Umweltverbund, was Herr Puhl dargestellt hat, auch 1:1. Die einzige Ergänzung wäre von uns noch zu sagen, es muss auch eine Reform passieren, dass effiziente Projekte, dass erfolgswirksame Investitionen kommen, dass nicht nur große und U-Bahn-Projekte kommen, die viel Geld kosten, sondern dass man eben auf Kundenorientierung und Kundengewinnung die Investitionen und die Fördermittel ausrichtet. Was kommt hinten heraus? Das ist die wichtige Frage. Wir halten die Minderungsschätzungen doch für zu optimistisch. Also rund 6 Millionen Tonnen denken wir, dass die an der oberen Grenze angesiedelt wurden und wo man sich darüber streiten kann, ob die wirklich geholt werden. Sind die LKWs nicht schon in der Vergangenheit viel effizienter geworden? Sind da wirklich 2 Millionen Tonnen Minderung noch drin? Wie viel bringt der LKW-Mautausweitung? ETC ist hier genannt bei den Wirtschaftskreisläufen. Guter Hinweis, allerdings, da fehlen die Instrumente. Wie kann man das anschieben? Da müsste auch noch konkretisiert werden. Bei der 1 Million Elektroautos, klar, da machen die Medien Späße darüber. Und wir haben eher 1 Million neue SUVs in 2020. Insofern, glaube ich, muss man da auch genau drauf achten. Da ich ja zusammenfassend darstelle, dachte ich, hätte ein bisschen mehr Zeit, aber ich komme zur letzten Folie. Was fehlt? Wir haben noch Skepsis auch schon angedeutet beim Thema Emissionshandel im Verkehr. Auf Biokraftstoffe gehe ich hier nicht im Näheren ein, aber eine Biomasse-Gesamtstrategie mit Allokationsplan, das ist das A und O. Wie viele Flächen haben wir und wie können wir die effizient einsetzen? Wir brauchen Anreize für klimafreundliche Pkw-Nutzung. Und wir sehen darin zum Beispiel den Abbau der Dieselsteuerbegünstigung als ein gutes Instrument an. Auch die Pkw-Maut fahrleistungsabhängig, das will die EU-Kommission. Herr Dobrindt sagt, die Maut wird kommen. Wir unterstützen ihn dabei, wenn es eine richtige Maut ist, die eben die Fahrleistung bepreist. Wir denken, Maßnahmen zum internationalen Luftverkehr wie im Schiffsverkehr müssen auch Teil werden, weil die ICAO gerade berät über marktbasierte Maßnahmen im Verkehr. Wir sehen Chancen, Verkehrsvermeidung zu pushen durch koordinierte Seehafenpolitik. Das Hafenkonzept liegt seit ein paar Tagen vor im Entwurf, hat da einige Vorschläge, die gut sind. Und last not least, die Stadtplanungsseite hat das auch angemahnt. Genau das sehen wir als wichtig an. Wie kann man die Städte, lebenswerte Städte als Thema setzen,
Umweltzonen weiterentwickeln, auch den Schwerpunkt, den es im BMUB gibt, Klimaschutz in den Städten zu pushen, das wäre in der Tat auch ein Ziel, ein Programm, was wir stark unterstützen. Vielen Dank. Ja, schönen Dank, Herr Reh. Ich hatte sozusagen hier auch noch den Regiehinweis, dass Herr Kunze sich auch noch für die Umweltbank äußern wird, aber wie ich höre, sozusagen etwas konzentriert. Bitte schön, Herr Kunze. Danke. Ich spreche für eine kleine Gruppe aktiver Leute, Bürger aus dem Münchner Stadtteil Hadern. Wir haben eine Menge gehört über technische, organisatorische und finanzielle Weichenstellungen, die die Mobilität in eine gewisse Richtung lenken sollen. Ich denke, wir sollten nicht vergessen, dass die neue Mobilität mit Lebensstilen zu tun hat. Und Lebensstile verlangen, wenn sie geändert werden wollen, eine starke emotionale, soziale Impulsgebung. So wie der Autohersteller, der in meiner Heimatstadt operiert, können wir einiges lernen. Also versuchen wir doch, Ideen zu sammeln zur Emotionalisierung der neuen Mobilität. Danke. Herzlichen Dank dafür. Ich komme jetzt dann in unserem Reigen zur Bank Nummer 12, das ist die Wissenschaft. Da habe ich hier zwei Vertreter, zum einen Herrn Elmer und zum anderen Frau Schlohmann. Wer möchte beginnen? Gut, dann fange ich an. Bitte. Vielen Dank. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich freue mich, hier auch aus Sicht der Wissenschaft noch ein paar Beiträge leisten zu können. Der Schwerpunkt des Aktionsprogramms Klimaschutz lag ja vor allem auf Fragen der Verlagerung des Verkehrs auf effizientere Verkehrsträger und Verhaltensänderungen. Ich bin auch sehr beeindruckt von den Vorschlägen der Bankverkehr, die das noch weiter entwickelt und ergänzt haben um wichtige Dinge. Den ich völlig zustimmen würde. Vor allem teilen wir die Einschätzung, dass die CO2-Grenzwerte, die eine sehr wichtige und maßgebliche Maßnahme sind, deshalb ist es umso wichtiger, neben einer Erweiterung über 2020 hinaus, dass auch für Lkw möglichst bald auf EU-Ebene entsprechende Grenzwerte kommen. Was bei den Vorschlägen jedoch weitgehend fehlt, und hier schließe ich eigentlich an meinen rechten Banknachbarn Herrn Benhöfer an, sind preisliche und fiskalische Maßnahmen, die auch zu einer Verringerung von bisher bestehenden Fehlanreizen führen können. Stichworte wurden hier schon genannt. Solche Maßnahmen sind sicher eher noch kontroverser als das, was bisher schon kontrovers diskutiert wurde. Ich möchte nennen nochmal die CO2-abhängige Gestaltung der Besteuerung von Dienst- und Firmenwagen, eine Abschaffung der Entfernungspauschale, eine weitergehende Ausweitung der Lkw-Maut über das hinaus, was im Aktionsprogramm vorgeschlagen wurde, mit einer Absenkung der Gewichtsgrenzen für Lkw und zusätzlich der Einführung einer nutzungsabhängigen Maut für Pkw. Das sind sicher keine ganz neuen Vorschläge, aber aus unserer Sicht hochwirksam, was die CO2-Minderung angeht. Wissenschaftler nennen gerne Zahlen. Dieses Paket, und das ist ohne die nutzungsabhängige Maut für Pkw, würde aus unserer Sicht Einsparungen von bis zu 7 Millionen Tonnen CO2 im Jahr 2020 bringen können. Noch ein letzter Punkt. Die Bankverkehr hat auch vorgeschlagen, Anreize zur Bestandserneuerung und schnelleren Marktdurchdringung. Das ist ein Vorschlag, den wir durchaus teilen würden. Wir würden hier jedoch für eine zeitlich befristete Ausgestaltung plädieren und außerdem auf möglichst eine aufkommensneutrale Ausgestaltung. Eine Konkretisierung dieses Vorschlags wäre zum Beispiel die Einführung eines Bonus-Malus-Systems für Pkw, das heißt Anreize für Käufer effizienter Pkw und einen Aufschlag für ineffiziente Pkw, der sich möglichst ausgleichen sollte. Damit könnte man, auch wenn man das auf bestimmte Zeit befristet, durchaus auch nochmal nennenswerte CO2-Minderungen erreichen. Vielen Dank. Ich danke Ihnen, Frau Schlohmann. Herr Elmer, Sie haben das Wort.
Ja, dann möchte ich mich auch erst einmal bei der Verkehrsbank bedanken und noch einige Sachen ergänzen zu dem, was Frau Schlomann bereits gesagt hat. Auch wenn es nicht im unmittelbaren Einflussbereich der Bundesregierung liegt, würde ich gerne auch noch etwas zu den Grenzwerten sagen. Da sind wir in unserer Bank einig, dass die ambitioniert fortgesetzt werden müssen. Auch wenn es zu einer Einbeziehung ins EU-ETS kommt und auch mit einem Bonus-Malus-System sie dennoch sinnvoll sein könnten und Synergien haben könnten. Mit dem Blick auf eine Weiterentwicklung über 2020 hinaus stellt sich dann allerdings auch irgendwann die Frage, ob man wirklich weiterkommt mit einem System, was ausschließlich auf CO2 im Abgas beruht oder ob da nicht eine Weiterentwicklung und Ergänzung notwendig ist, die auch die Vorkette entweder über Well-to-Wheel-Standards oder Energieverbrauchsstandards mit einbezieht. Dann bezüglich einer Weiterentwicklung äußern wir uns auch kritisch, was das System der Supercredits als Anreizinstrument für die Elektrofahrzeuge angeht, da damit dann die CO2-Emissionen bzw. das Erreichen der Ziele für Verbrennungsfahrzeuge auch gefährdet wird durch die Hebelwirkung über die Anzahl der Elektrofahrzeuge. Und langfristig wäre auch zu überlegen, ob man vom jetzigen System der gewichtsbasierten Standard zu einem anderen System, einem anderen Nutzenparameter wie den Footprint-basierten, beispielsweise in den USA, übergeht. Dann, was Sie schon angesprochen hatten, unterstützen wir auch stark, dass das Label, wie es im Moment ist, verändert wird, da es im Moment tatsächlich starke Anreize gibt, die Autos schwerer zu gestalten, weil dadurch die Bewertung im Label besser wird. Und dass auch Informationsmaßnahmen auf Seiten der Lkw verbessert werden und es da Informationstools gibt, eine optimale Gestaltung von Zugmaschine und Hänger zu ermöglichen und zu erleichtern. Lkw-Standards oder Grenzwerte wurden bereits angesprochen. Dann würden wir gerne auch noch sagen, dass ordnungsrechtliche Instrumente kein Tabu sein sollten. Also einerseits das Tempolimit, was schon angesprochen wurde, als auch in Städten beispielsweise Privilegien, um Elektroautos zu fördern und zu unterstützen, wie Einfuhrbeschränkungen, Parkprivilegien, womit man die Schadstoffbelastung, Klimabelastung und gleichzeitig auch die Anreize für Elektrofahrzeuge stärken könnte. Und zum Abschluss vielleicht noch einige Worte zu der Umstellung auf alternative Antriebe und Kraftstoffe. Da ist der Fokus im Moment sehr stark auf den Pkw-Bereich und da möchte ich vielleicht noch ergänzen, dass neben einer Verlagerung auf einen auf erneuerbaren basierenden Schienenverkehr auch die Forschungsanstrengungen zu möglichen Überlegungen zu einer Elektrifizierung auch der Straße, also des Straßengüterverkehrs vorangetrieben werden sollten. Und abschließend vielleicht eine Bemerkung, da in dem Papier auch einiges gefunden wird im Moment zur Umstellung auf synthetische, auf erneuerbaren basierende Kraftstoffe, dass wir im Moment kurzfristig eher die Potenziale sehen bei batterieelektrischen Fahrzeugen und dass natürlich es auch wichtig ist, langfristig die Entwicklung als Speicherfunktion von synthetischen Erneuerbaren, aber kurzfristig sollte, um Klimaschutzziele zu erreichen, eher der Fokus auf der unmittelbaren Nutzung des Stroms liegen. Vielen Dank. Ja, schönen Dank, Herr Elmer. Ich komme jetzt bei den Stellungnahmen der Bänke zu den beiden letzten Rednern aus dem Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. Miseria und Brot für die Welt. Zunächst Frau Schröder, bitte. Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank auch für die Möglichkeit, heute die Perspektive der Entwicklungsorganisationen einzubringen in das Aktionsbündnis Klimaschutz, da die Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels in besonderem Maße die ärmsten Länder im globalen Süden betreffen, ist es uns ein besonderes Anliegen, möglichst große Fortschritte bis 2020 zu erzielen, um die Auswirkungen unserer Handlungen auf das Klima zu begrenzen. Auch von unserer Seite nochmal ganz herzlichen Dank an die harte Arbeit der Bank Verkehr. Wir haben wahrgenommen, dass das aber zu gutem Output geführt hat und möchten gerne ein paar Hinweise noch aus unserer Sicht dazu geben. Auch wenn die Emissionen aus dem Luftverkehr aus Gründen, die schon hinreichend dargestellt wurden, nicht den Emissionen des Verkehrssektors zugerechnet werden, würde es aus unserer Sicht dem Aktionsprogramm 2020 gut anstehen, Vorschläge zu entwickeln, welche Beiträge der Luftverkehrssektor, der ja global gesehen sehr groß ist, auch dazu leisten kann. Aus unserer Sicht wäre ein erster Schritt, in das Aktionsprogramm die Bestrebung aufzunehmen, einen möglichst breiten internationalen Konsens anzustreben, die steuerliche Begünstigung von Kerosin und anderen Aspekten des Luftverkehrs eben aus Gründen des Klimaschutzes abzuschaffen oder stark einzuschränken. Im Entwurf des Klimaschutzberichtes wird ja da eine Zunahme prognostiziert und deshalb könnten wir uns das als wirksam vorstellen. Wir begrüßen, dass sich viele Akteurinnen und Akteure um emissionsärmere Antriebsformen für Pkw und andere Verkehrsmittel bemühen. Wir regen jedoch an, und das ist ja auch bereits bei anderen Statements geschehen, dass es vor allem um eine Reduzierung des Verkehrsaufkommens insgesamt und um eine stärkere Vermeidung des Verkehrs gehen sollte. Das hat aus unserer Sicht auch sehr große Einsparpotenziale.
Potenziale und auch das finden wir bereits im Entwurf des Klimaschutzberichts. In den Großstädten des globalen Südens sind bereits heute die katastrophalen Folgen unseres Mobilitätsmodells sichtbar. Viele Städte erleben bereits täglich einen Verkehrskollaps. Auch hierzulande, das hat der Mittelstand schon dargestellt, ist das auch bei einigen Menschen angekommen, wenn auch die Dimensionen noch andere sind. Maßnahmen zur Förderung des Individualverkehrs, den benachteiligten Gruppen unserer Ansicht nach weniger stark nutzen, führen zu einer verstärkten Benachteiligung dieser ohnehin schon marginalisierten Menschen. Der Bereich Elektromobilität, da hat Herr Lotzieben schon darauf hingewiesen, da kommt es auf die Rahmenbedingungen sehr stark an. Unserer Meinung nach leistet der nur dann einen Beitrag zum Klimaschutz, wenn der Strom aus erneuerbaren Energieträgern gewonnen wird. Und Ihnen allen dürfte auch bekannt sein, dass wir als Entwicklungsorganisation Kraftstoffe, also Agrokraftstoffe, Kraftstoffe aus Bioenergie sehr kritisch sehen. Bereits jetzt ist bekannt, dass die pflanzlichen Ressourcen für Treibstoffe aus pflanzlichen Rohstoffen nicht in ausreichender Menge in Deutschland produziert werden können. Die Produktion der notwendigen Menge würde in diesem Fall den Druck auf Flächen und Ressourcen, die bereits heute Menschen im globalen Süden fehlen, weiter erhöhen. Wir befürchten weiter steigende Preise für Grundnahrungsmittel, verschärfte Armut und Hunger in diesen Ländern. Zudem führen direkte und auch indirekte Flächenkonkurrenz und Verdrängungseffekte, die zu Landnutzungsänderungen führen, mit zum Teil erheblichen Treibhausgasemissionen dann wieder zu konträren Entwicklungen, auch wenn sich dann vielleicht unsere Klimabilanz verbessern könnte. Wir bezweifeln daher, dass eine nachhaltige Produktion, die einerseits ausreichenden Ressourcen für Energieversorgung und Ernährung der Menschen in den Anbauländern und andererseits erneuerbare Ressourcen für die Mobilität des Nordens verbindet, möglich ist. Daher nochmal ein Plädoyer für Nachhaltigkeitskriterien, wenn man über alternative Antriebsstoffe nachdenkt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Schröder. Und nun Herr Fünfgeld, bitte. Vielen Dank. Wir haben unsere Position abgesprochen. Insofern haben wir da jetzt auch nichts weiter hinzuzufügen. Danke. Das nenne ich auch effizientes Einbringen sozusagen der Haltungen. Herzlichen Dank dafür. Ich kann Ihnen auch sagen, ich werde von den mir zugebilligten, von der Regie vorgesehenen 7 Minuten nicht Gebrauch machen, um Sie nicht ganz lange von der Pause abzuhalten. Ich darf mich auch nochmal bei Ihnen ganz herzlich bedanken, bei der Verkehrsbank. Staatssekretär Flassbart hat es mehrfach zum Ausdruck gebracht, wie angetan er sozusagen von dem Ergebnis ist, von der Debatte, die Sie gemeinsam geführt haben und von dem, was Sie dann uns hier heute präsentiert haben. Wir haben gespürt, dass natürlich da eine große Heterogenität ist, das war uns auch vorher klar und dennoch oder umso mehr freuen wir uns, dass angesichts der Themen und der Positions- und Perspektivvielfalt, so will ich es mal formulieren, so ein gutes Ergebnis zustande gekommen ist. Ich sage auch, damit will ich Sie nicht schrecken, sondern ermutigen, das sollte heute nicht unbedingt nicht das Ende der Arbeiten sein, die Sie sozusagen aufgenommen haben. Wir haben ja wirklich heute wieder gelernt, alles mit allem oder zumindest vieles hängt mit vielem zusammen und wir haben die Verbindung zur Stadtplanung gesehen, wir haben internationale Perspektiven gehört und wir haben auch natürlich mitgenommen, was in den verschiedenen Bereichen auch der Wirtschaft für Interessen sind und wie wir eigentlich sozusagen den Nachfrager nach Verkehrs-, den Verbraucher noch wesentlich stärker packen können, packen müssen. Herr Lell war als Gast dabei, aber mich würde auch durchaus interessieren oder ich würde begrüßen, wenn wir diese Dinge noch etwas vertiefen können. Deshalb also unsere Anregung, auch mit anderen Bänken, die Interesse haben, sich noch erneut zusammenzufinden, um Dinge zu besprechen. Das will ich Ihnen jetzt sozusagen nicht als Auftrag formal mitgeben, sondern als Anregung an den gesamten Kreis, das zu nutzen, um es jetzt nicht sozusagen zu verlieren. Wir nehmen natürlich, das hat Jochen Flassbart ja auch gesagt, auch das auf. Wir haben ja auch noch protokolliert, was aus den verschiedenen Richtungen kam, um auch im Kreis der Bundesregierung die Dinge zu diskutieren. Denn natürlich, das ist ja sichtbar geworden, müssen wir im Verkehr mit der Perspektive 2020, aber erst recht mit der Perspektive danach ja Strategien entwickeln, die dazu führen, dass wir auch tatsächlich hier dann zu Minderungen kommen. Das also alles soll einfließen in die weitere Debatte und ich rege jedenfalls an, dass Sie das mit dem heutigen Tag nicht abschließen. Jochen Flassbart hat auch gesagt, die Anregung Moderation durch sozusagen uns beziehungsweise entsprechend unsere Auftragnehmer in dem Prozess, das nehmen wir gerne auf, diese Anregung, weil wir verstehen, dass das sozusagen die Arbeit dann doch auch ein Stück weit erleichtern kann. Also ganz herzlichen Dank dafür. Das ist wirklich ein sehr erfreulicher Auftakt und ich zitiere nochmal Jochen Flassbart von 9.47 Uhr. Das ist doch ein tolles Format. Es kann auch 9.52 Uhr gewesen sein, aber jedenfalls hat er sehr schnell sozusagen diese Schlussfolgerung mir gegenüber gezogen und die möchte ich Ihnen in dieser Deutlichkeit, in dieser Klarheit auch nicht vorenthalten.
Wir haben jetzt 11.10 Uhr und haben eine 15-minütige Pause ab 11 Uhr vorgesehen. Diesen Zeitraum möchte ich nicht abkürzen, sondern sagen, wir treffen uns um 11.25 Uhr hier wieder, um uns dann dem kommunalen Thema zuzuwenden und uns doch dort anderthalb Stunden intensiv damit zu beschäftigen. Vielen Dank für den Moment.